Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream in der Zockstube. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, nachdem in der letzten Woche Demio nicht ganz so geil lief, dachte ich mir, versuchen wir es doch einfach nochmal. Gucken wir mal, ob wir jetzt die drei Ebenen schaffen. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich schaue mal zu euch in den Chat. Und da wird schon fleißig geschrieben. Wer ist denn dabei? Der Peter Netten, Balli Hallöchen, Doc Mokus, der Mike ist dabei, Christian Meisen, Kaiser, der Ben ist dabei, Chris Sportmarke, Volker, Neilig, Katras, Thomas, der Patrick ist dabei, Rurak Schwarzwolf, Hallöchen, Akiralein, Ockni und der Thorsten, hallo, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wer hat da gerade noch geschrieben? Gianluca, hallöchen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wie gesagt, heute der nächste Anlauf auf die Dungeons von Demio. Letzte Woche ist es ja offen gestanden, nicht ganz so toll gelaufen, hatten wir einen kleinen Bug im Spiel. Ich hoffe, das passiert heute nicht. Also ich habe da wirklich den Ehrgeiz, heute mit euch durchzukommen und alle drei Ebenen durchzuzocken, dass wir dann auch mal den Endboss legen können. Schauen wir mal, ob uns das heute gelingt. Habe ich wieder tolle Gäste mit dabei, die ich euch gleich auch vorstellen werde. Und ja, Leute, was ich eingangs gerne machen möchte, ist mich bedanken. Ich möchte mich einmal bedanken beim Benjamin Lanz, der mir 10 Euro gespendet hat. Dann beim Rotator, beim Christian Heitz, bei der Lucien und beim Tom Kalbitz. Viele kennen den vielleicht als Eiertoaster, hat auch einen tollen YouTube-Channel. Vielen Dank, dass ihr meine Patreons geworden seid. Super klasse, ich freue mich und ja, jede Unterstützung tut gut, deswegen dickes Dankeschön an euch. Ja, was war in der Woche so? Die Zockstube ist 2 Jahre geworden, unheimlich viele Rückmeldungen von euch. Ich habe mich mega gefreut, danke Leute. Super, super cool. Jetzt heißt es noch ein paar Abos sammeln und dann stehen wirklich die 10.000 vor der Tür. Das ist echt der Wahnsinn. Da habe ich heute mal so ein bisschen mit den ersten Vorbereitungen zum Video angefangen. Aber ja, ich bin da auch so ein bisschen abergläubisch. Ich will nicht so viel machen. Ich fange wahrscheinlich mit dem Video an, wenn ich die 10.000 voll habe. Ich glaube, das ist besser fürs Karma. Ja, Leute, und wenn ihr gerne weitere Livestreams von der Zockstube sehen wollt, kann ich immer mal wieder auf die Playlist, die ihr in der Infokarte, in der Videobeschreibung findet, verweisen. Da habt ihr eine Playlist mit allen Livestreams der Zockstube. Ich meine inzwischen schon irgendwas Mitte 30. Immer so 2-3 Stunden entspanntes Gameplay, was ihr euch in Ruhe reinziehen könnt. So, und bevor ich jetzt in den Raum starte, gucke ich nochmal zu euch in den Chat. Wer ist dazugekommen? Der Disablo, Abraxa, hallöchen, schön, dass du dabei bist. Der Kina, Thomas, der Michael, Detlef und der Yogi. Yogi, du bist ja gar nicht weit weg. Grüße nach Oberhausen. Schön, dass ihr dabei seid. So, und jetzt werde ich gar nicht lange sülzen, sondern wir starten direkt mit, was heißt ich, ne, da sülzt der mega lange und dann sagt er, ich werde nicht lange sülzen. Na, wir starten jetzt direkt in das Game. Der Raum ist schon offen und unsere Gäste warten schon. Freue ich mich mega, dass sie heute mit dabei sind. So, werde ich euch auch gleich vorstellen. Findet ihr auch schon in der Videobeschreibung. 2 davon haben auch einen YouTube-Channel. Kann ich euch wärmstens den Link in der Videobeschreibung empfehlen. So, und wenn irgendwas mit dem Bild, mit der Lautstärke oder sonst was nicht passt, dann schreibt das doch bitte in den Chat. So, ihr müsstet genau alles sehen. Dann treten wir jetzt mal bei. Wie war nochmal die Nummer? Muss ich mal schlinzen? So, okay. Ich auch noch einen Ofen, hallo, ne, hinter der Couch. Ach, ja, ich sehe es. Da sind sie schon. Da werden die Leichenteile drin verbrannt. Ach, ihr seid schon am Leichenteile verbrennen. Wo seid ihr denn? Hallo! Nee, ich bin hier. Such mich bist du schon wieder unter dem Tisch? Nee, guck mal hier hinten, ganz weit hinten, bei dem Amiga. Ach, da hinten, neben der Lavalampe ist der Buddy. Ja. Wie kann man, ach, man kann sich ja auch durch die Luft ziehen. Wie geil ist das denn? Hallo, Buddy. Ja, dann fangen wir doch mal an. Der Buddy ist heute Gast und zockt mit. Ja, nam. Den Buddy, den kennt ihr alle von Buddy's Dialogue. Ich sehe gerade hier, ich habe mir einfach recht, oder ich war so frei und habe den Chat bei mir anzeigen lassen, Patrick, ne, um dir da ein bisschen zu unterstützen. Und da sehe ich den Zubenabi, den Thorsten, den Doc Mokus, den Manfred, den Dieter und den Marcel sehe ich noch. Ja? Ja.
Also es läuft, wir sind bestens vorbereitet. Der Buddy, der Talkmaster der Virtual Reality, hat einen eigenen YouTube-Channel, nämlich Buddies VR Lounge. Solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, da findet ihr regelmäßig neue... Ja, du kannst hier keinen Daumen machen, ne? Das habe ich auch. Findet ihr regelmäßig coole VR-Talks. Wollen wir mal zum Tisch? Gehen wir mal zum Tisch? Ja, komm, wir gehen mal zum Tisch. So, wen haben wir denn da noch? Komm, wo ist der Volker? Hier am Tisch. Der Volker. Hallo Volker. Vor dir. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo Chat. Hier. Soll ich schon mal loslegen? Erzähl. Oder wolltest du mich vorstellen? Ja, du kannst gerne. Hau raus. Gut. Ja, ich bin Volker. Volker Tyranuke. Auch unter dem Namen zu finden bei YouTube. Ich mache auch so ein bisschen VR-Content, aber auch ein bisschen Flat-Content. Alles bezogen auf Spiele, ein bisschen Technik-Content. Wenn es irgendwelche Fragen gibt über, was weiß ich hier, Netzwerk aus der Ferne starten, etc. pp. Mhm. Das mache ich ganz gerne. Und ich bin mäßiger Zuschauer beim Patrick und freue mich, heute hier Dankeschön. Zu sein. Dankeschön. Und du hast einen geilen Bart. Hast du ganz vergessen zu erzählen. Habe ich das? So. Habe ich doch gesehen. Patrick, der Thorsten schreibt, du hättest ein Echo. Ich habe ein Echo. Schreibt der Thorsten hier. Ja, schreibt der Thorsten hier. Wieso habe ich ein Echo? Ich höre nicht. Ich höre kein Echo. Ja, müsste dafür in den Stream rein. Ja, das ist das, was ich wahrscheinlich gerade gesagt habe. Das ist ein ganz leichtes Echo, dass man mich doppelt hört, oder? Warte mal, ich muss wieder den Stream aufrufen. Ich habe nur den Chat hier gepinnt, um Performance zu sparen. So, dann gucke ich schon in der Zwischenzeit auch mal in den Chat. Der Manfred ist noch dabei, der Dieter, Marcel, Harald, Hallöchen. Neues Tim, jetzt ist weg, super. Nee, super. Ich höre auch noch leicht. Vielleicht könnt ihr bei euch einfach einen kleinen Ticken leiser machen, eure Kopfhörer. Vielleicht kommt das von den Kopfhörern bei euch in Mikro oder so. Als käme von mir, schreibt der Zubu. Ich nehme mein Headset-Mikro ein bisschen weiter weg. Ja. Vielleicht ist das zu nah an den Ohrmuscheln. So? Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ansonsten musst du mich halt meiden, meine Gegend. Nein, wie könnte ich nur? So, wir waren beim geilen Bart. Und deswegen wollte ich gerade überleiten zu Katras. Hallo Katras, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Patrick. Genau. Ja, ich bin glücklicher Channel-Folger von dir auf YouTube von seit Ewigkeiten und ja, hab keinen eigenen Channel. Ich folge und genieße nur. Sehr gut. Schön, dass du heute dabei bist. Und wir haben gerade schon mal so ein bisschen geklärt, wer ist. Wollt ihr kurz sagen, wen ihr spielt? Volker? Ich spiele Kai. Mir ist das auch völlig Pumpe, weil ich bin ein totaler Noob in dem Spiel. Ich habe es mir nämlich gestern gekauft, habe das Tutorial durchgespielt, habe eine halbe Singleplayer-Mission durch und bin total gespannt, was mich alles erwartet. Aber ich habe ja hier die Pros an der Hand, habe ich ja im letzten Stream gesehen und... So, Buddy, wen nimmst du? Also der Pros ist Patrick, ja. Ich nehme hier Gott. Und der Vernichter, ja, der Barbar, der in seiner Freizeit immer gerne Literatur und Poesie frönt. Ja, ne? Genau. Ja, also den Tank. Den ne? Tank, alles klar. Und dann sehe ich schon, der Katras den ist Tank. Der Magier. Und dann darf ich wieder meine Jägerin nehmen, mit der ich mit Abstand am besten klarkomme. Tack. Alright. Oculus Quest 2 auf Steam vorher. Also ich muss mal ganz kurz hier Kira Klein fragt direkt mal eine Frage, wenn ich Solo spiele, stürzt das Spiel im zweiten Dungeon ab, spiele mit Oculus 2, also ich meine, meint er jetzt die Rift S, nehme ich an, die Rift S auf Steam VR. Ich denke mit der Quest. Oder meinst du die Quest, weil OC? Ja. Ja, aber er schreibt OC, nicht OC. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, deswegen denke ich ja, Oculus 2. Ja, ein bisschen 2. Hier und da hat es noch also Bugs. Wir müssen heute auch die Daumen drücken, dass es bei uns nicht abkackt. Aber ist halt ein verdammt geiles Spiel. Genau. Ich höre übrigens immer noch schreib noch mal rein, ob du die Rift S oder wirklich die Quest 2 meinst. Ich wäre jetzt am Zug und würde mich bewegen, ne? Bewege ich dich. Ich bewege dich, mach die Tür auf. Ist die Rückkopplung noch da? Ich frage mal in den Chat. Ich höre mich nämlich noch immer doppelt. Ich höre dich auch doppelt. Ich höre dich. Hallo, wir... Okay, erstmal Routenplanung. Vielleicht mich einfach runterdrehen. Ja, ich würde sagen, da kommen wir, insgesamt können wir dann drei interessante Punkte kontrollieren, ne? Ja,
Jo, sieht doch gut aus, ja. Erstmal hier alles Gold mit. Oh, wir haben gar keinen Schleicher dabei, ne? Doch Hammer. Volker, kurzer Hinweis, du bist der Assassin. Das heißt, du solltest immer gucken, dass du jemanden von hinten angreifst. Können wir gleich, wenn wir beim Angriff sind, nochmal drauf eingehen, da machst du mehr Schaden. Das kommt meinem Naturell sehr nahe. Und immer gucken, dass du noch, du hast ja im Endeffekt zwei Aktionen, wo du dich bewegen kannst, ne? Ah, oui. Und guck immer, dass du wirklich deine zweite Aktion für eine Aktion übrig lässt, wo du nochmal dich wächst, weil du sollst am besten so wenig Schaden wie möglich nehmen. Ich nehme mal hier das Gold an der Stelle und dann nochmal das Gold. Buddy, wieder. Können wir eine Sache probieren? Kannst du mich auf deinen Kopfhörern ein kleines bisschen leiser drehen? Ja, ich versuche mal, dass ich insgesamt einfach mal alles leiser mache bei mir. Ja. Übrigens, Volker, wenn du den Trigger gedrückt hältst, dann kannst du so zeigen. Also hier, geh dahin, so nach dem Motto. Ihr habt insgesamt meine Lautstärke gedrückt. Genau, einfach so in der Luft. Und jetzt würde ich sagen, soll Volker die Tür aufmachen? Hier die? Jupp, ist so nice. Ja, was meint ihr? Ja, anfangen. Okay, er hat ja noch einen weiteren Zug und wir sind auch noch da. Mach auf. Ist ja nur ein kleiner Raum. Ja, du musst also auf die Tür ziehen. Oh. Hab ich doch gemacht! Nicht. Okay. Perfekt. Ja, okay. Ist gut. So ist Ja, warte mal, ich sag mal was. Guck mal, da ist noch nix. Ja, Test. Ja, ganz leise. Ist auf jeden Fall leiser geworden, Buddy. Bei mir. Besser ist es, ja. Da geht es. Das sieht ja hier noch schön geräumig aus. Ja. Ich stelle mich einfach mal rein. So. Genau, schön in den Hintergrund. So, und dann positioniere ich mich hier auch schon mal, dass ich gleich einfach Ich mache die Tür noch nicht auf, weil wir jetzt gleich nicht dran sind. Ich positioniere mich aber so, dass ich reinwämsen kann. Ich stelle mich direkt vor die Tür. Ja, du kannst auch eigentlich schon aufmachen, oder? Wir sind alle dran. Ich kann die aufmachen. Ja, du bist du hast die Power. Ja. Ich habe die Macht. Was ist denn hier los? Sind die alle auf Klo oder was? Ja, ich weiß nicht. Lass uns einfach weiter schleichen. Jetzt der Schleicher als nächstes. Am besten da durchgehen, weil hier könnte ja überall noch alles voller Feinde stehen. Deswegen ab. Lass ihn mal. Ja, ich komme ja nur bis hier hinter dich. Ja, zack. Wir können ja nochmal eine Runde abwarten. Kommst du durch? Ja, ich komme jetzt durch. Du kannst dich aber auch schleichen. Oder soll ich mich eher am Rand hier bewegen? Ich würde sagen, hier so, oder? Hast du die Schleichenkarte? Ach, warte mal. Zeige mal. Schleichenkarte habe ich, ja. Bewege dich ungesehen. Ja. Die ziehe ich jetzt auf mich, richtig? Warte mal, du hast jetzt noch eine Runde frei. Heißt, das geht eine gewisse Anzahl an Runden. Besser wäre jetzt, die Aktion, die du hast, zu überspringen. Und das war dann gleich beim nächsten Zug mit dir da reingehen. Im Endeffekt. Oh, ich gehe halt voll getankt schon mal rein. Ja gut, aber der Katras und ich, wir müssen jetzt gleich auch was machen. Also wenn jetzt der Volker schon mal reingehen würde. Hier können wir ja bis hierhin sehen. Wir können ja bis hierhin schon mal sehen, dass hier... Wenn der Volker hier hinkommt, dann kriegen wir vielleicht das ein oder andere Monster noch down. Aber ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Leute. Ehrlich gesagt. Ja, nicht, dass viele Monster dann auf den Volker gehen. Ja, dann überspringe ich. Mir ist das Pumpe, dann überspringe ich. Ja, gut. Ist das? Runde wird beendet in 3, 2, 1, 0. So, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, Katras, einmal da reinlunzen und dann zurückgehen? Ja, genau. Ich guck mal, was hier so ist. Jawohl. Ist doch super. Hier, bisher. Wunderbar. Also ich würde sagen, ich bleibe einfach hier mal auf Risiko ein bisschen stehen. Ja, ich würde hier hin, dann können wir noch den Point of Interest mitnehmen. Gucken, was das ist. Ja, ich stelle mich mal direkt davor hin. Das wird wahrscheinlich ein Truhe sein. Gucken. Ja. Vielleicht kriege ich die da noch geöffnet. Ja, Kartenplätze haben wir noch. Jawohl. Was haben wir? Wie liebevoll du das machst mit den Füßen. Elementargeist. Eiltrank, so ein Scheiß, ey. So, Enemies bewegen sich zum ersten Mal. Elementargeist, ja. Ah ja. Noch nichts passiert, ne? Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter, wie wir das gesagt haben, ne? Hallo Leute. Herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. So. Soll ich die Tür öffnen? Zur Mitte nicht. Ich hätte jetzt gesagt, wir gehen außen rum, ne? Zur Mitte würde ich auch sagen, Vorsicht lieber. Ja, ich dachte vielleicht. So, da haben wir jetzt. Da sind sie doch. Ja. Schwupps. Dann geht ihr die andere Richtung, fällt den Rücken. So, ja, muss ich jetzt schon Schleichen aktivieren? Oder was? Ja, er macht das, genau. Schleichen aktivieren, das ziehe ich auf mich drauf und dann sneak ich in den Raum rein, oder was? Ja, du könntest theoretisch, weil du ja schleichst, dann wirklich in den Nebenraum noch gucken musst für uns.
Ach, na, ja, dann so kommen, wenn die uns nicht aber sehen, dann kommen die ja mit ja rein. Zack. Ja. So, vielleicht kannst du den vorderen Goblin zappen. Ja. Das sollte von dann mir guck, gehen. Dann guck ich, dass ich hinten den Schleim link. Ja, aber ich weiß nicht, was hier ist. Nachher denke ich da noch wieder was auf. Ja, ja, ich muss den hinteren zappen. Ja, stimmt, hast du recht. Das ist schon gut, wenn eigentlich du mal guckst, was da ist. Nein! Das springt ja gut daneben. Wehe. Nur vielleicht der Nachbar. Okay, dann schlinz ich mal hier hin. Ich nehme das, ja, nehme ich das Gold mit. Nimm das Gold ja, aber dann mit. Ja, das können wir doch später mitnehmen. Geh erstmal hier hin. Ja, gut, dann gehe ich bis vorne ran. Guck doch mal, ob so ein Schleimling hier schon mal weg. Nee, den kriege ich nicht. Den sieht er nicht. Den sieht nee, ich gehe geh dann bis hier vor und warte da. Dann haben wir sie in der Zange zumindest. Ja. Ja, ja. Hauptsache, die Tür geht jetzt nicht auf. Ich stehe erstmal alle richtig drauf. Wunderbar. Alle auf dem Buddy. Jo. Oh, mon Dieu. So, dann bleibt mir nur eine Versorgungsrunde. My wounds are healed. Armor is whole. Sehr gut. Ich könnte natürlich die jetzt schon benutzen. Ja, wichtig ist, dass gleich einer von den Oberhäuptern gesappt wird. Ah, hier. Ja. Machen wir doch den hier. Was? Wie? Wo? Wovon sprichst du? So. Eine Karte, die spielt. Ah, ja. Jawohl. Hauen kaputt. Ah. Glaub, wäre in der Situation noch gar nicht so krass notwendig gewesen, Sonne. Nein, das ist doch ganz gechillt hier. Ist schon okay, wir kriegen ja auch gleich wieder. Okay. Okay. Folgende Frage. Ich habe eine Teleportationskarte. Damit kann ich mich auf ein Feld meiner Wahl teleportieren. Soll ich mich jetzt versuchen, hier hinten zu teleportieren, hinter diesem Goblin und den dann angreifen? Oder? Hau den vorderen Goblin zweimal an. Genau. Okay, der ist doch schon fast wie von hinten. Genau. Dann kriegen wir den gleich kaputt. Zack. Den hinteren seppe ich dann einmal. Weil du mehr Schaden machst, weil du schleichen. Nein! Schleichen. Oh, wir haben aber heute eine Sahne, ey. Wie ein Glück. Geht aber, oder? Nein! Nee, danke, ja, immer auf dem Buddy drauf. Hast du auf dem Buddy drauf? Immer auf dem Buddy drauf. Scheiße. Kacke. Ich probier's nochmal. So. Ja, probier. Zack. Versuch's jetzt aber mit dem Buddy. Nein! Oh, ja, das Buddy, gibt's doch nicht! Und? Das ist aber auch wirklich. Nee, diesmal nicht. Na gut, diesmal niemanden. Ja, gut. Immerhin. Na, lame. Das hast du schon besser gemacht. Vielleicht kannst du den hier setzen. Wollen wir den wirklich den vorderen, nicht den hinteren? Den hinteren kann ich mit dem Bogen erreichen. Vielleicht mache ich einen Critical. Ja, deswegen. Genau. Ja gut, vielleicht auch nicht. Ne? Also ich kann den vorderen, kann ich auch nochmal direkt anhauen und zappen. Ja, ja, ich würde den, ich würd den zappen. Oder anhauen kannst du auch, ja klar. Erstmal anklopfen. Wir haben nur zwei Schaden. Ja. Die Welt. Die mit den morschen Knochen, die können. So. So, ihr wollt jetzt lieber den vorderen gesäppt, ja. Den vorderen oder hinteren? Hier. Gut. Jawohl. Oh, ein bisschen mehr. Der war super. Sehr, sehr geil. So, jetzt gucke ich mal. Ach, verdammt, ich treffe von hier aus aber auch nichts, weißt du das? Dann gehe ich aufs Gold und baller dann von hier aus zumindest schon mal den Schleim kaputt. Ja, mach den Schleim. Dann, so, oh, Critical, ey, verdammt. Oh, schade. Ja, das hätten wir auf dem hinteren gebrauchen können. Das ist weg. Ja, egal. Der geht schon mal daneben. Sehr gut. Der haut seinen eigenen Kugel weg. Verdammt. Was ein Dödel. So, jetzt hau. Warum soll es uns nur so ergehen? Richtig, richtig, richtig. Ja, sehr gut, Buddy. Hauen kaputt. Nochmal draufhauen? Ja, dann genau. Oh, mach mal. Genau. Ja, jawohl. Oh, sehr schön. Buddy rockt die Scheiße. Ja, den. Hier, so, oder? Wenn man den. Ja. Der Thorsten fragt, wenn man den Multiplayer in der Quest captured, wird dann auch das eigene Quest-Mikro aufgezeichnet? Nein. Nein, oder? Nein, nein. Und der Blue Eyes da ist hinzugekommen, ne? Hallo Blue Eyes. Der Mike wie ist Samsam. Da hin? Sehe ich hier. Okay. Ja. Genau. Also eins. Soll ich hier drauf? Ich würde sagen, warte mal, wer ist denn noch dran? Der Magier ist noch dran und ich bin noch dran, ne? Okay, ja, gut. Ja, du kannst also eigentlich schon aufmachen, wir können einen zappen. Ja, du bist. Ich kann mich zumindest vor die Tür stellen. Ja, mach auf. Vor die Tür, dann. Okay. Ja, mach ich auf, komm. Gebam. Gut. Ja, okay. Ui, mein Gott. Alles klar. Ach, da seid ihr alle.
So, wichtig zu seppen. Jetzt gucke ich mal, was haben die denn für Angriff? Angriff 4, Bewegung. Also der Goblin tut, haut immer gut rein. Na, da wäre ein Sepp jetzt natürlich gut. Ich würde jetzt hier gleich einen Flächenangriff drauf machen. Mhm. Ja. Ich hätte auch nochmal einen durchbohrender Wurf, einen Elementargeist. Den könnte ich auch noch machen. Können sie auch nochmal gut. Ja, irgendwo muss er. Wir müssen ja gleich noch den Schlüsselträger auf der Etage. Da können wir den Elementargeist richtig gut gebrauchen. Ja, jetzt. Ja, das stimmt. Ja, scheiße. Ja, von da aus kannst du nichts. Ja, ich habe leider nicht so viel Fläche. Ist egal, dann komm. Kannst du hier hinter mich? Ich kann hier einmal quer rüber zappen. Ich kann mir zumindest irgendjemand. Ja, also die mache ich hier alle kaputt, da brauchst du nicht zu zappen. Die gehen alle kaputt mit dem Fünfer. Ja. Also außer der rechte hier, den kriege ich nicht kaputt. Aber den kriegst du auch nicht gesappt. Oder kriegst du den hier gesetzt? Die Bogenschützen kriegst du aber auch nicht. Nee. Ich hab nur die Spinne und die Ratte hier hinten. Leider, ja. Patrick, zeigst du ruhig öfters mal hier vom Nahen, ne? Ja, ich bin dabei. Na, das sieht so schön aus. So meinst du? Mal einfach mal so rein. Mhm. Ja, genau. Einfach sich mal die Ratten an. Mal die Figuren zeigen. Ja, die sehen schön so aus. Wichtig, hier hinten haben wir auch noch einen Elfenpriester bekommen, ne? Nur so als Hinweis. Oh, ja. Der heilt hier immer so schön. So, pass auf, ich mache jetzt aber trotzdem erstmal den Flächenangriff hier auf. Ach, ich muss mich ein Stückchen dafür bewegen, dass ich den so machen kann, wie ich will. Dann mach. So, und dann haue ich den jetzt hier rein. Oh, ein Glück, ey. Ja. So. Nice. So, sehr gut. Autsch. Ja. Ja, dann ist jetzt blöd, dass du da stehst. Ja, ich merke das schon. Irgendeiner muss leiden. Ja. Oh, der ist böse. Den müssen wir als erstes hier gehen. Der muss gesetzt werden. Ich hole dich wieder. Der Goblin und den Priester. Ich gehe am besten vor. Ja. Gott verdammt mich. Buddy regelt. Sehr gut. Ja, was das regelt. Ich kann jetzt. Ich hätte die Frage, ob ich noch vorher Rüstung machen soll. Ja, mach Rüstung. Ich kann ja gleich, pass auf, ich kann gleich. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Mist. Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Angriff. Ich habe den hochgeworfen, um wieder zählen zu können. Na egal. Dann mache ich jetzt keine Rüstung. Kannst du den hier zappen? Das wäre extremst wichtig. Ja, mache ich auch. Nein, das gibt's doch nicht. Wir haben heute aber auch ein Glück, das ist nicht wahr. Dann hau ich nochmal mit dem Flächenschaden hinten rein, dass wir ein bisschen mehr Platz hier haben. Ja, vielleicht kannst du auch einfach den Volker wiederbeleben. Ja. Könnte ich auch, ja. Das wäre nice. Ja, das kriegt aber nur Sinn, wenn man direkt wieder heilen können. Ne? Der kriegt aber auch gleich wieder einen rein, ne? Deswegen. Ja, schick wär's, wenn derjenige mit seinem letzten Zug mit dran ist, mich belebt und ich mich dann erstmal aus der Affäre ziehe. Volker, hast du einen Heiltrank? Ja. Ich habe einen Heiltrank, jawohl. Kannst du den auf dich anwenden? Auch wenn ich fast am Sterben bin? Ja, ja. Ja, okay. Dann mache ich hier nochmal Flächenschaden rein. Dann haben wir zumindest ein bisschen was davon. Du bist ja noch nicht tot. Du bist nur am Sterben. Er ist am Sterben, genau. Am Sterben dran, rheinische Verlaufsform. Okay. Ja komm, dann die haben nicht so nah. Belebe ich dich jetzt eben. Ja, soll ich angreifen oder belebst du dich gleich? Oder kannst du dich jetzt selbst wieder beleben? Kann er angreifen, damit wir hier ein bisschen Leute loswerden. Nö, jetzt nicht. Okay, dann greife ich jetzt erstmal den kaputt hier. Und jetzt mache ich den Elfenbogenschützen nochmal. So, jetzt bin ich dran. Jetzt versuche ich mich mal wieder zu beleben hier. Zack, jawohl. Mit dem Heiltrank. Jawohl. So, das hat jetzt keinen Zug gekostet, ne? Nee, lass mal gucken. Nein, das hat keinen Zug gekostet. Also ich hätte es gesagt, statt nach hinten verstecken, hätte ich jetzt gesagt, hier angriffen. Ne? Ja, von hier hinten, du kannst so rumziehen. Schützen. Hast du noch eine Schleichenkarte? Hast du noch eine Schleichenkarte, Volker? Ich habe eine Schleichenkarte. Aber würde ja nichts bringen, wenn er angreift, ist das ja direkt wieder aufgeflogen. Genau. Ich hätte eine Giftbombe, die ich auf die werfen könnte. Nee, dann kommt auch selber den Weg. Nee, das dann geh doch einmal. Verpiesel ich mich aus dem Weg. Geh doch einmal auf den Elfenbogen schützen und hau dann ab. Wie,
wie der hat. Genau. Danach hast du noch eine Aktion, Volker, oder? Danach habe ich eine Aktion. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann kannst du machen platt und dann abhauen. Dann auf den zweiten. So, und bitte kein Totenkopf. Oh. Ja, wunderbar. Sehr gut. Klasse. Weg ist er. Und jetzt ab vom Hof. Ach, guck mal, da ist auch eine Heilbronn. Sehr gut. Genau, weg mit dir. Ja, so. Den sparen wir uns aber noch ein bisschen ja. auf. Absolut. Ja, ja, ja. Okay. Monster. So, jetzt kannst du dich persönlich rächen, Buddy. Ja, machen wir auch. So. Erstmal den Goblin, oder? Dass der weg ist. Mach beide. Dann hat der Priester niemanden mehr zu heilen. Oh, der Buddy, oder? Oh, so geht's auch. Ja, dafür natürlich. Ich hoffe, dass es da gleich Karten gibt, ne? Aber wir haben ja dann noch direkt. Was denn los? Bin ich immer noch dran? Nee, ich bin dran. Warum bin ich dran? Dran bist, hast du noch irgendwie Heilung? Die Heilung ist noch nicht aktiviert. Ich gehe jetzt erstmal auf diesen komischen Freak hier. Ja, kannst du den von hinten angreifen? Nee. Ja, ich glaube schon. Also eigentlich nicht, nein. Doch, du hättest hier hinziehen müssen. Das geht so, du ziehst dann nach hier und ziehst dann darüber. Mit der Hand einfach. Von hier aus. Genau, wenn die Figur in der Hand hast. Und ich bin wieder weg. Zack. So. Na gut, dann lassen wir den Rentner mal ran hier. Sepp genau, doch einfach mal den Goblin. Brauchst doch gar keinen Angriff. Ach, so weg ist weg. Aufräumen. Ja, du bist der hat doch nichts mehr. Ja, ja, der. Jawohl. Jetzt kann er den Seppen. Und jetzt, wir haben noch den Priester. Ich kann hier aber auch den Waldläufer. Der dann aus deiner? Ich würde sagen, den Waldläufer. Ja, würde ich auch sagen. Genau, ist ja glaube ich nach mir ist noch jemand, bist du hier noch dran, ne? Ich glaube ja, ja. Ich krieg auf jeden Fall den Elfenpriester weg. Okay, dann kriegst du den. Eben gut, dann machen wir hier den anderen. Der Harald hat gestern 4 Stunden bis zur Königin gebraucht. Oh, das ist lang. Und Gianluca fragt, wie lange der Stream heute geht. Bis wir fertig sind. bis fertig und ist. Und genau. Ja, Friendly Fire gibt es bei Flächenschadenzauber zum Beispiel. Ja. Klar, kannst du deine Freunde treffen. Der Moody ist hinzugekommen. Sehr gut. Ja, Moody. Ich habe es leider nicht geschafft. Ich habe einen Totenkopf gewürfelt. Heute typisch für uns. Hallöchen, schön, dass alle dabei seid. Aber wir kriegen da trotzdem hin. Servus. Ich nehme erstmal das und wenn euch der Livestream gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Dann hau ich auf den drauf. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal in die Videobeschreibung wenn ihr mal in die Videobeschreibung schaut, bei den Kollegen auf den Channel vorbei. Oh ja, da würden wir uns auch sehr freuen. So, jetzt kannst du den da einfach rip den Priester. Rip den Priester. Rip den Priester. Rip den Priester. Ich gehe jetzt hinter den. Ja, du hättest den da nicht loslassen müssen. Du musst den absetzen. Also. Genau, und dann von hinten einfach so mit der Hand drüber, weißt du? Als würdest du mit gehen. Guck mal. Ja, dann kriegst du jetzt danach. So ein Riss. Muss ich das hier wieder machen? So. Ja, bitte. Dann muss der alte Mann wieder ran. Ja. Genau. Ich werf damit mal noch G-Stock mal. Dann geht das. So, ich hab 8. Ich gehe schon mal in Richtung Tür. Also, ich glaube nicht, dass wir nachher nochmal zu dem zurückgehen werden. Oder hat Tyrann, du hast noch einen Heiltrank? Ist ja die Frage, negativ. Nee. Kein Heiltrank. Ja. Also, wir sagen, also, wir machen erstmal hier die Tür. Genau, gucken wir mal. Da kommen sie schon. Machen wir die noch fertig, danach können wir. Danach lohnt sich das. Okay. Ja. Übrigens, das Wiederbeleben vorhin mit dem Heiltrank kostet ja, soll einem ja 7 Punkte bringen, ne? Und das 4 Punkte gehabt, ne? Gebraucht, bis ich wieder am Leben war und 3 Punkte Gesundheit habe ich davon erhalten dann. So. Das war gut, dann wissen wir, dass das ein böser Verlust ist, ja. Oh, schön. Ja. Schön. So, und jetzt, pass auf, jetzt zieh den hier hin, aber nicht loslassen. Kommst du bis hier? Ja. Ja. So wie ich jetzt im Moment gemacht habe. Und jetzt einfach über den drüber ziehen. Also, dass du quasi von dem Feld aus angreifst. Ah, genau. Alles klar. Ja, so hast du einen Bonusschaden. Sehr gut. Yes. Boah, pass auf. Der ist weg. 10 haut er den Ball. Klasse, läuft doch jetzt. Sehr, sehr gut. Ja, da musst du. Also, einer bleibt noch hier in der Nähe gleich, um den Heiltrag, damit man da nicht hin und her muss. Also, einer könnte schon mal gucken. Gerne. Wie weit kommst du denn noch? Genau, wie weit kann ich zurückziehen? Wie weit kommst du noch? Wir können den Goblin gleich selbst. Ich käme bis hier hinten. Ja, dann hau auf den Rattennest. Also den Schleim kommt vom Gold aus aufs Rattennest. Ich könnte aufs Rattennest noch kommen. Ja, dann greift das Rattennest noch an.
Oder wenn du den Goblin auch noch erwischt, dann den. Das negativ, aber dann stehe ich ja in prädestinierter Lage. Ja, den Goblin können wir setzen. Alles gut, dann ran. Ich bin doch niemals hier einer... Der sieht gut aus, 3 von 10. So. Jawohl. The Bam. So, dann einmal seppen den Goblin. Genau, den Schleimling, den mache ich von hier aus fertig. So, Thorsten wünscht allen noch eine schöne Runde. Er muss leider los. Er schaut sich den Stream nach dem Tatort Danke, an. Danke, Thorsten. Viel Spaß noch beim Tatort. Ich muss auch den Tatort hier angucken. Sehr gut. Ah, ich habe eine gute Karte gekriegt. Sehr fein. Wenn du ein Brettspiel spielst, guckst du auch immer nach unten. Ja, aber Laufportal, du kannst hier die Sicht auch verändern, dass du das Spiel auch in deinem Bett straight kannst. Nach oben ist sogar sehr gut. So. Ja. Guck mal, dann haben wir da gar keinen Schaden gekriegt. Der ist kaputt, der Goblin ist gesetzt. Müssen wir gleich nur noch das Ratten, das ist fertig. Oh, hier ist die Tür aufgegangen. So, wer kommt denn da noch zu Besuch? Da kommt ein Bogenschütze. Na gut. So, ich gehe. Oh, genau. Ja, aber nicht das dahinter noch. Klopf mal an. Ja, dahinter ist ein Spinnennest. Ja. Meistens ist deine Spinne auch nicht allzu weit weg. Mal gucken, macht ihr nichts. Ja, aber ja. Müssen sowieso alle getötet werden. Da ist die Elfenkultisten. Und das ist eine Schatzkarte. Also wir können uns gleich da noch mal. Es gibt zweimal den Goblin von hinten. Ne? Genau. Und zweimal den Goblin von hinten, jawohl. Zack. Da kann der Schleicher gleich eins holen. Jawohl. Hast du noch Schleicher, Volker? Ich hätte noch eine, jawohl. Jetzt? Ja, wunderbar. Ja. Dann schick mal den Volker gleich hat er ja immer. Jawohl. Yes. Jawohl. Schön. All open. Kebam. Ja, würde so, fast... dann gehe ich auf den Boden. Ja, würde ich sagen. Macht Sinn. Ja. Und das Rattennest kümmern. Das Rattennest kriegt zwar nicht ganz... Machst du. Genau. Da helfe ich schon mal vor. Sehr geil. Mhm. Ich finde, das Beste ist immer gucken, dass man... mit beiden Zügen irgendwas gemacht hat. Also einmal schon mal angreifen und sich dann platzieren, damit man hier nichts verschenkt. Absolut. Ja, ja. Sehr gut. So, jetzt mache ich das scheiß Rattennest platt. Und dann geht's an den Goldbrunnen. Ja, lohnt sich das schon? Ich weiß es nicht. Noch nicht, ich würde noch einen Ticken warten. Lass uns doch erstmal hier drin den Raum noch machen. Ja, so. Hat noch Rüstung. So. Wir kommen alle noch nicht bis ganz hin. So. Also den Bogenschützen kann ich ja wieder klauen. Mach erstmal die Spinne, oder? Na egal. Du kommst nicht bis ran, oder? Lass jetzt einen Bogenschützen. Jawohl. Bist du denn sogar platt, wa? So, ein jetzt würde ich den direkt ausmachen, würde ich sagen, ja, oder? Dann erfahren wir, was da rechts in der Ecke ist. Aber wird nicht sein, oder? Nicht viel? Das ist ein Schleim. Bis jetzt, den ich sehe. Oh, und auch Rattennest und Ratte. Ungeziefer. Ratte. Ja, das geht ja alles, das ist ja nichts. Ja, das heißt, hier werden wir gleich Spaß kriegen. Ja, ja, deswegen, also das sieht ganz gut aus. Da kriegen wir noch eine Karte, eine neue. Da haben wir vorher noch mal eine. Ja, geil. So, ich hab die Spinne gleich. Hier ist noch ein Hund. Ja, mach mal die Spinne erst. Freut mich, doch. Einer der ersten Gegner hier. Ja, der Kultist. Come on. Jawohl. Der Kultist hat sowieso gerade Panik. Ja, ja. Der Spürhund. Kommst du zum Spürhund? Kannst du so weit vor? Wer ist das? Mal gucken, wo ich diagonal hinkomme. Katras. Ja, reicht für den Spürhund. Ja, ach, tatsächlich? Krass. Ja. Nee, scheiße. Verdammt. Doch nicht. Gerade in der Ecke raus. Das sah erst so aus. Schade. Der Kultist lohnt sich nicht. Wie sieht's mit der Ratte da hinten aus? Auch nicht. Das ist eine Leerrunde. Ich hab nichts Sinnvolles zum Seppen aus den Kultisten. Du könntest den Kultisten. Der läuft sowieso weg und greift nicht an. Weiß ich auch nicht. Ja, dann kann ich auch, den Hund einen Angriff machen. Du gleich. Du kannst einen Angriff machen. Ja, genau. Ich mach einen Angriff. Ja, dann mach den Köter, den Kultisten krieg ich kaputt. Ja. Ne, krieg ich nicht kaputt. Kommt her. Nein. Ach, oh nein. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Das Spinnennest. Guck mal, ich kann gar nichts. Das ist für mich eine tote Runde.
schaue nur nebenbei, bin auf der Arbeit, trotzdem ein Ritual, Sonntag Patrick schauen. Ja, sehr geil. Viel Spaß bei der Arbeit. Ja, die gehen alle auf Tyrant. Ja, Buddy. Eben hat nur jemand gemeint, dass ihn das Runtergucken stören würde. Ach so, danke für den Kontext. Nein. Und wir dürfen übrigens Praxa bei dem Kochen begleiten. Sehr schön. Und Gianluca ist nach Stunde wieder da. Dann bis nachher, Gianluca. Grüße in die Küche nach Norddeutschland. Ja. Lasst euch schmecken. Bei der so. VR-Legion auch keiner Huren. Na, jetzt komm hier, wir kriegen gerade hier so ein bisschen in den Rücken. Ja. Bisschen, ja. Ich bin ja am Start. Ich kann jetzt erstmal meine Rüstung reparieren und wir kriegen ja nachher eh gut Gold. Ja, ich stelle jetzt hier wiederbeleben oder. Ah, der ist das tot. Wäre schön. Ja. Ja. Haben auf jeden Fall den Ausgang gefunden. Ja, geil. Guck mal. Hat genauso viel Leben gebracht wie so eine Koko-Hilfskarte. Wie heißt das? So eine Heiltrankkarte. Vielleicht könntest du jetzt noch, wenn du den spülst. Nee, Buddy, ja, du kannst nichts mehr, ne? Scheiße. Ich kann nichts mehr machen. So. Dann Katras, wenn du einen Nahangriff auf den. Mal den Hund auflaufen. Wenn du den Nahangriff auf den Spürhund machst, krieg ich den kaputt geschossen. Dann haben wir zumindest etwas geregelt. Wenn's. So. Goldener sammeln, ich weiß es nicht. Und. Ich kann den ja nochmal anhauen, dann hast du ihn mit einem Schuss weg, weil du kriegst, machst ja nur drei. Dann hast du noch einen Schuss für wen anders übrig. Ja, dann könnte ich hier vielleicht vorne noch den Schleim versuchen, ja. Patrick, genau. Kannst du den Leuten mal zeigen, wie das ist, wenn man nicht drunter schauen will? Ja, dann kannst du so, entweder machst du so, dann kannst du das aus der Perspektive schauen. Oder ihr habt die Möglichkeit, über die rechte Daumentaste das Brett auch so zu neigen. Dann könnt ihr geradeaus gucken und habt dann halt so den Überblick. Könnt auch ranzoomen. Auch sehr cool. Ja. So, jetzt hast du kaputt, hast also, du gecrittet. Dein Fußhub ist weg, Patrick. Weggecrittet. Ja. Jetzt ist die Frage, soll ich hinten, ich mach den Schleim erst fertig, ne? Ja, bitte. Jawohl. So, hat mehrere Fußhub. Auch weg. So, aber ich mag es halt lieber, wenn ich hier in der Perspektive bin. So, jetzt ist die Frage, ja. Mache ich hier vorne von den Elfenplänklern schon was oder baller ich bis da hinten, bis zu dem Elfenkultisten? Der hat ja noch Schiste, Kultist. Mach mal die Plänkler. Dann mach ich einen vom Plänkler. Mach mal die Plänkler, genau. My aim. So, ja, Volker, du hast nichts zum Heilen, sagst du, oder? Negativ. Hallo Colin! Hallo, du hast ja recht, nichts, was dich angreift. Ich kann die Ratte da hinten schon mal wegmachen. Ja, das geht schon mal klar. Zack, von hinten. Come on. Oh. Oh mein Gott. Heute haben wir aber, ne? Eieiei. Ja, ich merke schon. Also, Norrens. Noch einmal. Es ist diesmal ziemlicher Kontrast, ne? Also, meistens hat man ja sonst immer hier Standardgriff, aber ich viel kritisch und den anderen, ja. So, er hat panisch ab. Drei Runden spontan Ratten ist. Gut, die kommt zu euch. Ja, drauf auf den Lutscher. Oh, die Ratten sind nicht so schlimm. Jawohl. Sehr gut. Jetzt könntest du den vielleicht platt machen und den Elfenplänkler hier, also quasi den erstmal und dann hier den schwächen. Dann könnte ich den noch 6 austeilen. Mhm. Die kriegst du beide auch sogar von hinten angegriffen, glaube ich. Und ich kümmere mich um den Kultisten hier. Geil. Den von hinten, jawohl. Und bitte keinen Turmkopf. Ein Glück. Alles klar. Genau, finde ich auch, Dr. Marco, die viele Perspektiven das Spiel ausmachen. Besonders halt mit dem so, und einmal hier sehr, den Kollegen. Sehr geil. Mhm. Und jetzt komm, ein Crit. Ja, kann man. Aber auch so gut. Daria, das läuft. Wenn du den einmal, Katras, Idee, wenn du den hier einmal anhauen könntest per Nahangriff, dann den hier hinten zappen könntest, dann würde ich den Plänkler in der nächsten Runde kaputt machen können. Ja, dann haben wir ja die gleiche Idee gehabt. Ach cool, okay. Hört sich gut an. Hau ihn kaputt. So, dann können wir gleich mal so, fangen, Patrick. Boah, super! Richtig gut. Also ich glaube, ich wirf den jetzt häufiger in deine Richtung. Ja. Ich nehme mal deine Holzvisage. Ja, dann kriegen wir sogar beide kaputt.
So, mal hier, dann kann ich nämlich einmal den Pfeil auf ihn hier. Ja. Den hättest du sogar gut mit Nahangriff noch machen können, ne? Dann hättest einen besseren Winkel. Oh, ich hab ja alle, Runden immer. Nein! Okay. Nein. Naja, der pennt ja in der Ecke. Der kommt, trefft trotzdem. So, ich hau jetzt auf den Ratten, das ja. Boah, der Buddy, der teilt hier richtig aus, ey. Manchmal muss man aus sich rauskommen. Ich hoffe, der nächste wird auch gut. Ja, wenigstens ein. Ja. Ja. Der Buddy, ne, der geht jetzt in sich und wenn er wieder rauskommt, ist er außer sich. Hallo, Doc. Ah, Ockney. Habe ich Ockney schon? Und Mabu ist dabei. Namen Ockney. Der Dockney. Ockney. Kabam. Boah, der Drohnenarzt schreibt, es läuft sogar mit nur einmal kaufen und auf allen drei Brillen im Multiplayer-Bag. Das ist geil. Das ist ja nice. Ja, cool. Und jetzt der Spinnenmensch-Ding. Da kommt Spinnen raus. Lass die Heile. Mach die Kiste da drauf, wenn du noch hast. Genau, wenn du in die Kiste kommst. Kiste, Gold sammeln, den Kultisten ärgern. Was haben wir denn da in der Kiste? Fahrt enthüllen ist gut. Erhöht Nahkampf. Fahrt enthüllen. Panik. Genau, Fahrt enthüllen ist geil für die nächste Ebene. Ja, halt ich. So. Noch ein Tipp für dich, Volker. Wenn du eine Karte auf deiner Hand hast, nicht gebrauchen kannst, die kannst du auch nach rechts ablegen, wo diese Karte sich Stück für Stück pro Angriff füllt. Die füllt sich dann für alle schneller, dann gibt es für alle neue Karten. Ja, ich hätte vor allem praktisch, wenn man eben halt die Kartenhand voll hat, ne, also seine 10 Karten und die nicht los wird, dann kann man die darüber schön auffüllen. Alles klar, schönen Dank. Also die kann ich dann umwerten in Energie. Ja, wir kriegen dann alle eine neue Karte. Dann haben wir diese Kartenenergie. Genau. Ah, also ich habe eine reingeworfen, das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine, dann kriegen wir alle eine neue. Right. Ich habe noch einen heilender Kreis, aber den finde ich eigentlich ja, der ist geil. Für die nächste Runde. Hast du recht. Hier, ich schmeiß noch ein bisschen Panikpulver rein, das braucht sowieso keiner. Die laufen auch so vor uns sehr weg. Gut. So. Ja. Behemoth. Ja, oh, die ist cool, Buddy. Ja, sehr gut. Charmschriftrolle. Kann ich nächste Runde... Ich habe auch eine. Ich habe zwei Charmschriftrollen. Alter, da können wir die ganzen Püppchen für uns tanzen lassen. Charmant, ja. Buddy, du hast doch diese schöne Kanone. Die ist cool. Da muss nur aufpassen, die macht einen ganz schönen Flächenschaden drumherum. Das trifft auch die Freunde. Ja. Oder für Finale. Ja. So, drei. Na, ich sepp den mal lieber. Ja, was ja auch stark war in unserem Match, war die Balliste, ne? Ja, die ja. Super. So, pass auf, dann ich könnte jetzt... Rein. Ja. Ist nach mir noch jemand dran? Also, ne? Ich bin auch irgendwann mal dran, ich weiß nicht wann. Nee, okay, mache ich hinten den Kultisten fertig, aber ich gehe nicht auf das Nest. Ja, super, klasse. Ey, jetzt läuft es. Wahnsinn. Dann guck ich mal hier rein, ob wir da noch irgendwie... Ne, da. Okay, so. So, ja... Nimmst du den, gehst du zum Schrein zurück? Kann ich machen. Und lohnt sich wir, das müssen noch die, wir müssen noch den Schlüsselträger finden. Ja, der wird hier hinten sein. Dann ja. Ja, dann gehen wir da jetzt da weiter. Alles klar. Ja, wir könnten auch durch den Raum, da waren wir ja schon, da ist keine Gefahr mehr drin. Sollen wir durch den Raum sagen. Gehen? Alles klar. Vielleicht kannst du Gült noch mitnehmen. Ach, ich Idiot. Ja, sorry. Mein Fehler. Ich kann's Gold mitnehmen, von mir aus gerne. Weil hier, das war ja unser Startraum, sinnvolles ne? geleistet. So. Ja, davor. Super. Und jetzt soll ich die Tür aufmachen? Ja, ne? Ja. Gebannt. Da wird keine Gefahr hinter sein. Na gut, manchmal bewegen sich die Gegner ja noch. Aber dann wäre die Tür hier offen, dann siehst du in das. Die Ecke, ne? Ja. Ja. Yeah. Sehr gut. Und Spinnei braucht man nicht triggern. Also Spinnei lassen wir einfach so, da passiert doch nichts weiter. Ja. Mit der schlüpft doch keine Spinne. Ja, da kommt ein Spinnchen oder so draußen. Irgendwo. Ja, also. Wie bei dem Rattennest. Nur beim Rattennest geht halt das Nest schon kaputt. Und das spawnen dann keine Ratten. Und Spinneier spawnen halt direkt Spinnen kaputt aus. Alles klar. Da gehen ja manchmal die Gegner gerne drauf und hauen das Spinnenei kaputt, damit es unterstützen kann. Okay. Jetzt kommt von der Seite Besuch. Ja. Ich würde vorschlagen, ich hole jetzt mal meinen Elementargeist. Ja, der sieht gut aus. Ja, ansonsten, ich habe noch die Schamschriftrolle, damit können wir einfach den Elementargeist nehmen.
Ja, die habe ich auch noch. Ich habe zwei davon. Ich sag jetzt mal. Aber eigentlich, das sind keine großen Gegner, die wir hier haben. Das ist nicht viel. Nee, nee. Mich beunruhigt so ein bisschen die Überschrift Tod in 1. Ja. Ja, das heißt ja. In einer Runde. Das heißt, einer muss dich jetzt anklopfen, genau. Du kriegst gleich von mir noch einen Heiltrank. Oder ich gehe wirklich zurück zum Brunnen. Bist du? Ja, jetzt könnte sich das ja mit dem Brunnen dann lohnen. Halbwegs. Ja. Warte mal, der Elementargeist, kannst du den Elementargeist zappen? Ich kann nicht. Ich platziere mich anders, dann kann ich den zappen, ja. Was haben wir hier vorne noch? Die Ratte. Das ist die 2. Das ist die kleine mit 2. Gut. Die ist dann die Zwischenmahlzeit. Hoffentlich. Jawohl. Weggesnackt. Jawohl. Ja. I will destroy you. Bisschen was für den hohlen Zahn. Hopp. Sehr gut. Okay, dann versuche ich hier einen von diesen scheiß Kötern fertig zu machen. Ja, und dann Richtung Brunnen muss. Ja, ich muss den erst kaputt setzen. 2 Schüsse braucht er. Ja. Ja, sehe ich gerade, ja. Ja. Sehr gut. So, das heißt. Ja. Volker, geh du zum Brunnen. Ich gehe zum Brunnen, aber den Weg, den wir jetzt gerade gekommen sind. Ich gehe nicht nochmal den ganzen Pudding rum. Nein. 1. Pass auf, hier lang kannst du. Genau, den. What? Ach, da hier sind wir doch. Na, ja. Egal, ist doch egal. Es ist gruppig gesprochen, aber den Weg oder den Weg geht. Wieso sind da schon wieder Monster? Ist der gespawnt oder was? Oh, bitte nicht, ey. Der kam jetzt durch die Tür. Nee. Der kam aber jetzt da sind wir ja schon lang. Also, die Frage ist. Der ist gespawnt, der Lutscher. Ja. Ja. Yeah. Der kam vielleicht. Ich würde sagen, der hat uns flankiert. Die Tür. Ja, aber hier sehen wir nichts und die Tür ist offen. Ja, wir sind hier gestartet und sind hier lang gelaufen. Hier, das war. Ja, aber guck mal, hier die Tür war da noch. Ja, klar, wir mussten da durch, Buddy. Wir sind hier gestartet. Guck mal hier, hinter dir. Wir sind hier den Weg lang gelaufen. Ja. Die haben wir aufgemacht. Alles klar, gut, dann. Keine Ahnung. Dann ist er gespawnt, ja. Ah, ja. Jetzt ist die Frage, wann wir machen. Ich habe nur 6 Leben. Der Elementargeist ist noch voll, der Spürhund ist voll und der Bogenschütze, der den Volker im Rücken hat. Der Elementargeist wäre gut wieder zu. Obwohl der macht auch nur 2 Schaden, ne? Ja, ich hau auf den. Jawohl. Macht er? War nix. Ja, das ist der gefährlichste Buddy, wo du drauf gehst. Das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ja. Jawohl. Okay. Jawohl. Schön. So, ich darf mich jetzt verziehen. Weiter, genau. 1 und 2. Sehr gut. In dem Brunnen nahe. So. Mal gucken. Ich gehe noch einmal auf. Ich könnte auf die Töle noch mal gehen. Die Töle kann ich kaputt machen. Und einen Elementargeist. Na gut. Die machst du kaputt. Was hat der Bogenschütze? Der hat noch 6. Dann würde ich sagen, nochmal wieder den Feuerelementar schlafen legen. Guter Plan. Ja. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre, ich kümmere mich nicht um den. Ah, nee, doch, müssen wir. So. Ja. Ach, weißt du was? Du machst dir mit 2 Schuss die Töle kaputt. Dann gehe ich nochmal nah Angriff auf den Elementar. Wobei, dann machen wir die Töle als Sicherheit lieber. So, ja, falls du einmal daneben haust. Ja, aber dann krieg ich die immer noch nicht kaputt. Du machst 2, ne? Oh! Ich mach mehr. Ja, ich sehe das schon. Sehr gut. Ja, dann mach ich jetzt die Töle platt. Mach. Du weißt doch, Doppelherz, ne? Jawohl. Mein Gott, eigentlich, das ist wirklich verschenkt, ey. Verdammt. So, Buddy, ich mach dann nochmal einen hier auf den Bogenschützen bei dir. Dann kommst du mit einem Schuss weniger aus. Ja, super. Und nochmal wichtig der Hinweis, ne, wenn man so ein Elementar platt macht, der macht einen guten Flächenschaden drumherum. Ja. Das ist also gut, denen eher aus der Ferne den Gnadenstoß zu geben. So. Sauber. Jawohl. Toll. Kannst du ihm so, wie gesagt, Elementarwesen haben wir gesagt, mach mal aus dem Fernkampf weg, ne? Guck mal, Patrick kann noch 6 drauf donnern, dann hat er nur noch 6. Alles gut. Ja. Schau drauf. Boah. Oh nein. Ja, vielleicht trotzdem. Nee. Nee.
So, meine Herren, soll ich jetzt an den Trank gehen? Ja, spring in den Brunnen rein. Alles klar. In den Jungbrunnen. So sei es. Jawohl. Sehr gut. Ihr, die jetzt schon voll wart, habt überhaupt keinen Benefit davon, ne? Das heißt, es kann nicht irgendwie overpowered werden so. Nee. Alright. Dann. Aber ich sehe gerade wirklich, Volker, der Weg hier ist wirklich kurz. Ja, ich nehme den jetzt mal. Ich hoffe, ich laufe niemandem in die Arme. Ja. Oh, mal sehen. Ah, sieht ganz gut aus, danke. So, was hat der denn noch? Der hat immer noch 12. 6, das heißt, den kriegen wir in dieser Runde sowieso noch nicht hinüber. Lohnt sich auch, wo der Tsubinabi das gerade schreibt, es lohnt sich auch halt das Gold und die Karten einzusammeln. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir 747. Ja, so eine Runde nimmt Zeit in Anspruch. Ja. Das ist normal bei Tabletop. Also jetzt gebe ich dem zwei Pfeile und dann gleich einfach nur weglaufen, ne? Mal gucken. Okay, dann hau ich mal drauf. So, jetzt ist die Frage. Soll ich nochmal drauf schießen? Wenn ich den critte, wird's blöd. Ja. Nö. Ach, nur Rest nur fahren. Oder? Ja, komm, hau drauf, egal. Ach, mach drauf. Jetzt oder wenn du den, Leute. Das gibt's doch nicht. Und die Eier habe ich auch noch. Wild. Boah, ey. Ja, klar. Mhm. Die Eier, ich hab voll in die Eier. Autsch. Ey, sag mal, da wirft, dann wirft man ein Doppelschwert, ey. Das ist echt manchmal Skandal, ne? Dann Doppelherz. Und auf die Eier. For the King. Ich würde. Naja, gut. For the King. I'll skew you. Ah, die kriegen Panik. Die Wunderbar, der auch noch mal Elfenmystiker ist ja auch noch so. Also jetzt würde ich doch sagen, wir gehen hier. Also Elfenmystiker ist so, auch noch ein ich komm mal wieder Spacken, rum. Der macht nichts. Der hinter ist Chica. Der macht hinter der Tür. Dessen müsste der eine sieht und kriegt direkt Panik. Ja. Weil du den so brutal niedergemetzelt hast, deswegen. Den davor, ja. So, dann klopfe ich mal hier den Elfenmystiker an, um der Ecke. Du kannst. Jo, macht halt, das ist eine gute Idee. Ja. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Schnell. Mal so ein Gespräch auf Augenhöhe. Oh, hier wird gleich befüllen. Richtig Spaß geben, Leute. Da werdet. Ja. Da ist dann der Ringträger, ne? Der Schlüsselträger. So. Herzlich willkommen alle, die hier dabei seid. Ich freue mich. Wenn euch dieser Livestream gefällt, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen freuen. Und wenn ihr mal bei den ganzen netten Leuten, die heute hier dabei sind, mal vorbeischaut. Nein. Auf dem Channel. Das waren die netten Leute. Das waren die netten Leute, waren das. Nein! Ach ja. Das gibt's doch nicht heute. Patrick, du darfst nette Leute nicht mehr in den Mund nehmen für ihr heute. Ihr bösen Buben! Schmeißt den Puffen zu Boden. Nein! Das gibt's doch, das ist das Doppel. Das hab ich noch nicht einmal erlebt. Das steckt an, ey. Noch nicht einmal. Boah, da hinten ist auch eine ganze Haufen, ne? Ach, ja, das ist ein kleines Eckchen. Ja. Ja. Da kommt zum Glück keine Bestie hin. So. Ja, genau, die können sich gar nicht so bewegen. Genau, klopf mal auf den Mystiker, wenn du noch rankommst. Ich komme relativ genau einmal dran, aber nicht von hinten natürlich, ja, aber das reicht von vorne auch. Klopfen von vorne. Jawohl. Ein Messerchen in der Brust. Boah, aber ich schon, ne? Sehr gut. Und alle so, boah. Was haben wir denn hier? Zwei Spinne, Schleim und. Patras, hast du noch einen Heiltrank? Ich hab noch einen, ja. Den gönne ich mir, glaube ich, auch mal gleich. Dir den mal. Ja, so ein Tröpfchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Lambas Brot? Super. Ein Bissen füllt den Magen eines erwachsenen Mannes. Ein Tag. Wie viel hast du gegessen? Alle? So. Zum ersten oder zum zweiten Frühstück? Genau. Er kennt kein zweites Frühstück. Was macht er denn hier? Was? Das zweite Frühstück ist flüssig.
Gerade recht, ich nehme mal zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich kann gerade leider nicht. Okay, Gesundheit. Gesundheit. Santé. Wer kommt denn hier wie weit? Binne kommt 4, 1, 2, 3, 4, die sollte mir egal. Wer hat am meisten Angriff, würde ich gucken. 1, 2, Bewege 4. Alle 2. Ich guck nur, wie weit sie kommen. Ich mach auf die Spinne. Ja. Die anderen kommen nicht an mich ran. Gut. Ja. Die anderen kommen noch nicht dran. Können die nie anfassen. Sehr gut. Verbeutung. Das war's schon. So, tot. Ja. Ja, ich muss mich erstmal in Stellung bringen. Vorbetäubt. Ich krieg hier gar nichts. Mach das mal. Ja. Ich geh in die 69. Ja. I like. Oh. Entspann dich. Was auch ganz schön ist, wenn man keinen Bock hat, sich mit den Trigger-Tasten ans Spiel ranzuziehen, man kann ja auch einfach mal in die Hocke gehen. Das hat ja auch normalen Room-Scale. Mhm. Ja, ja. Ab einem gewissen Alter ist das dann aus der Hocke ran, kann schon wieder schwierig werden. okay. Verstehe. So, Simon. Kann der Hocker direkt einen weghauen? Oder beide weghauen, besser gesagt, kann er. We will see. Nur gucken, dass du da nicht auf den Schleimspuren hängen bleibst. Ich kann auch noch einen abballern, das heißt... Ja. Sehr gut. Ja, das war... Bist du danach da dran, ja? What a juicy... Aber warte, wenn ich jetzt auf den Schleim gehe, dann bleibe ich auf der Schleimspur kleben, richtig? Du bleibst auf dem Feld. Doch davor, wo du jetzt bist. Geh auf den Gold. Genau, würde ich auch sagen. Hol dir das Gold. Würde ich sagen. Alles klar, das hört sich doch vernünftig an. So, da hinten ist noch einer. Ja, na gut. Tja, dann begebe ich mich mal in Position. Ach, da ist der mit Panik gerade, ne? Der ist bis in die Ecke gelaufen, bis der uns nicht mehr gesehen hat. Ach da, ja. Was ein armer Mann, ey. Guck ihn dir an. Da ist jetzt Panik, hat er gekriegt. Ja, der kreist das an. Okay. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich von hier aus überhaupt was Sinnvolles beschicken kann. Du kannst eigentlich nicht die Seiten wechseln und auf den Typen schießen. Gehst hier rüber. Ich guck mal, ob ich bis hier komme. Dann Spinnei. Gut, ich sehe jetzt hier keinen sinnvollen Zug mehr. Ich überspringe, dann könnt ihr weitermachen. Ich bleib, glaube ich, stehen, wenn wir dröhnen, gleich die Tür aufmachen, dass ich dann nicht die volle Dröhnung habe. Ja, ich mach das mit der Tür. Super. Ja, pass auf, dann gehe ich jetzt hier hinten rum und mach den und komm dann nachher hier hinten, in der nächsten Runde hier hinten rum und kann dann schon mit Pfeilen unterstützen, wenn ihr aufmacht. Das heißt, ihr müsst euch jetzt gar nicht um den kümmern. So, ich gehe da direkt auf den Weg ran. Oh, da war sogar Gold. Oh, nochmal Gold. Ja, fange ich mal einen ein. Kurze Frage, ist es denn sinnvoll, jetzt Feinde, die einen sowieso nicht im Visier haben, dann zu wecken oder dann nochmal anzutriggern? Weil ich meine, so Spinneneier lassen wir auch liegen. Wir müssen, hier ist der Schlüsselträger drin. Bei den Eiern passiert wir brauchen hier nichts, Schlüssel für das Tor. Das ja. Das ist klar, aber jetzt hier zum Beispiel der Bub, der da in der Ecke stand. Riesenschleim. Aber ist gar nicht so heftig. Sollen wir hier das Elementarwesen verschrufen? Ja, ist easy. So. Wir haben ja 1000 12. Gold, ne? Wir haben ja die Runde richtig gut gelootet. Ja. Also, ich habe zur Verfügung, ich greife den Elfenbogenschützen von hinten an und verpiesel mich dann wieder. Ist das recht so? Ich würde durchziehen, oder? Wenn du an die Spinne rankommst, mach die vielleicht noch. Ist ein Gegner schon mal weg. Bogenschützen kriegst du ja nicht ganz weg. Schade. Das war ja auch nur ein Seitenangriff. Oh, noch mehr. Ja, nett. Ja, dann. Geh weg. Genau. If you say so. Dann auf die Spinne, sagst du. Na gut, jetzt bist du da mitten im Feld. Ja, nee, geh weg. Du bist schon zweimal tot oder dreimal tot gewesen. Alles klar. Sonst bist du... Genau, das lassen wir damit. Gehen die alle auf dich. Vielleicht kannst du den zappen oder so. So, dann der Meisterzauberer. So. Ich kann über den Schleim auch gleich. Du hast doch. Buddy, du hast doch eine Schamschriftrolle. Mach das doch auf den Schleim. Ja, kann ich machen. Ich elementar würde. Was hat der für eine Schriftrolle? Eine Schamschriftrolle? Ja, damit kannst du den quasi übernehmen. Ah, nee, hab nicht geguckt, hab's wahrscheinlich bei dir gelesen. Ach, ich hab gespuckt Feuer und Donner auf nahe Feinde. Okay, gut, ich hab keine Schamschriftrolle mehr. Hab ich wahrscheinlich gelesen, dachte ich, hätte sie bekommen. Alles klar, dann hab ich die bekommen und kann die gleich gerne auf den anwenden. Mhm. Dann haben wir einen Freund, der für uns kämpft. Ja, aber nichts. Oh, Gegner, da kommt noch ein bisschen was. Weißt du? Es ist nur der Schleim, also. Ja, okay, dann mach. Ich hab zwei davon, weißt du? Ja, können wir beide bekommen.
ich habe hier noch diese Zauberkarte. Nein, mit mir kannst du heute nichts anfangen. Da findest du höchstens die Toilette, ey. Ja, mal wieder. Die Spinnen mögen wohl hier, die alten Leute. Ja, aber der Schleim, der kann gar nicht an dich ran. Boah, jetzt ein Flächenschaden. Ja, ist gut. Ja, das sieht sehr verführerisch aus. Hab ich noch. Auch. Ich hab einen Flächenschaden. Die Frage ist, wo der die Fläche macht. Da erreiche ich schon. Ich muss mich bewegen. Aber ich bin ja eh voll. Dann mach doch gleich einen Angriff, wenn du dich hintereinstellst zum Bewegen. Und dann den nächsten. Ja. Dann ist der Zug nicht umsonst, ne? Das kannst du aber schön diagonal, wenn du Angriff hast. Ja, irgendwie klappt der nicht. Guckt Feuer. Aber wo? Ich kann jetzt keinen Gegner anwählen. Hast du jetzt diese Kanone? Nee, der Bemos. Oder doch, das ist die Kanone. Nee, nicht das ist diese Kanone. Das ist ähnlich wie die Balliste. Das hilft nichts. Die bringt dir hier nicht viel. Dann würde ich vorschlagen, du bist doch ein Element. Nein, mach den Bogenschützen platt. Du machst doch 4, oder? Genau. Machst du 4 oder 3? Warte mal. Weiß ich nicht. Sehen wir jetzt. Ja, mach. Sehen wir gleich. Der macht 3. 3. So. Ja. Du als Assassine könntest natürlich Minimum einen von denen dann zumindest hier noch ein bisschen weglatzen und dann wieder auf. Ja, das könnte ich. Wen habt ihr denn lieber? Den Bogenschützen oder? Der wahnsinnige Goblin hat Angriff 6. Den kriegt er mich einem Schlag nicht weg. Nee, das nicht. Ich habe hier die zwei. Vor allem kannst du den von hinten angreifen. Den hier vorne? Nee. Den Goblin-Kämpfer und den Bogenschützen könntest du wegmachen. Mach den Bogenschützen, aber ich weiß, dann mach 4 Angriffe. Genau, und dann wieder zurückziehen, würde ich auch sagen. Weil du schon angeschlagen bist. Okay. Aber hier irgendwie. Ja, machen wir. Guck mal. Möglichst weit weg vom Geschehen. Ja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du platt gehst. Also. Blinzeln. Ihr dürft ich alleine weiterspielen. Dann nochmal auf den Goblin-Kämpfer gehen. Katras. Ja, ich könnte jetzt hier einmal Flächenschaden einmal die Runde machen. Das wäre gut. Dann kriege ich aber... Hast du den hier? Ich krieg den ganzen Raum mit an von dem Schleim. Genau, den Schleim könntest du dann vielleicht noch zappen. Mach ich. Mal gucken, ob ich da über die Ecke rumkomme. Ja, würde gehen. Okay, dann Flächenschaden und zappen. Geil. Oh, nicht so früh. Wo, Patrick, wo ist deine Visage? Ich bin hier. Ich komm hier. Ich muss mich drehen. Wirf mir deinen Würfel ins Gesicht. Ja. Wieso greift der Assassin nicht von hinten an? Wo er mehr Schaden macht. Er ging gerade nicht von der Position raus. Sehr gut. Wer ist dies, Leiter? Wir sind eine Kommune, wir entscheiden demokratisch. Ich habe noch eine Schamschrift. Wir entscheiden demografisch. Wer ist der Älteste? Demografisch, genau. Haben wir das auch geklärt. Riesenschleim-Seppen? Geht das noch? Entweder das oder den Goblin, haut den noch jemand weg mit den 7, weil der kann ja auch mit 6 ganz schön austeilen. Ah ja, dann lieber den. Oder Buddy kriegst du den, nee, der gut. Buddy kriegt den nicht weg. Ich war ja schon dran. Also ja, dann lieber den Seppen. Ja. Der Schleim, der kommt den wahrscheinlich auch nicht Buddy. Ran. Nur an Buddy. Richtig. Ja. Besser den Wahnsinnigen. Ja. Patrick! Okay. Sehr gut, dann mache ich jetzt hier den Spacken. Mein Gott. Alles klar. So Gott will. Jawohl. Dann sammle ich das Gold ein und danach in der nächsten Runde komme ich zu euch oder soll ich jetzt zu euch kommen? Ja. Nee, komm, wir sammeln das Gold ein. Okay. Wir wollen ja nicht für das Gold nochmal ziehen. Alles klar. Scheibenkleister. Ja. Liegt doch auf dem Rückweg, ne? Na egal. Ja. Danke. Das sieht nicht gut aus. He slimed me. Oh, daneben. Ja, super. Guck mal, ich hab jetzt einen Schleim von hinten an bei mir. Ach du der Scheiße. Der kaputt hauen wegen den Riesenschleimen, ne? Der heilt den sonst ja keiner. Wo kommen die denn jetzt alle wieder her, die Lutscher? Alter, guck dir das an. Ist halt so schädlich. Ja, dann lass mal überlegen, was können wir jetzt machen? Ich rufe jetzt einen Elementargeist zum Mitkämpfen und versuch dann den Katras aufzuheben. Oder? Ja, macht Sinn. Ja. I have called them elemental. So, den Goblin-Kämpfer so, kannst du ja platt machen. Du kannst beide platt machen, wenn du die von hinten angreifst. Ja, von hinten kann ich den Goblin leider nicht. Dann mach doch den Schleim erst von hinten. Wobei, erst den Schleim. Genau. Zack, peng.
Und? Ja. Und jetzt den Goblin. Ja. Stark. Ich nenne den Elementar. Zack. Elementargeist, Geist von Chandra. Gut. Beide geregelt, sehr schön. Right. Gut. So, ich habe jetzt hier den Elfenpriester. Da habe ich nicht so was Richtiges gegen. Kannst du einen Nahangriff machen? Ja, aber der hat 12. Ja, wissen wir, Hoshi, dass der Assassine von hinten diagonal mindestens plus 2 mehr Schaden macht. Ich komm zu euch und versuche da noch was zu machen. Ja. So, ich komme genau. Hier auf die Ecke. Problem ist, der Priester heilt natürlich, ne? Auf die wir dann schon runterhauen. Dann heile ich mich mal. Wenn der dran ist. Und dann mache ich jetzt hier vorne den Lulli kaputt. Der geht doch kaputt, ne? Den Goblin? Jetzt soll ich den kleinen Goblin-Kämpfer mache ich kaputt, ne? Ja, mach den vordersten weg, dann macht der keinen Schaden hier. So. Katras, du musst dich auch heilen, ne? Hast du was zum Heilen da? Nix mehr, ne. Jetzt mit dem Schild. Nee, ich stelle mir einen Heiler. Ja, aber ich setz mir ein Schild und... Da hat er erstmal noch den. Den. Ich hab 3. Der hat 3. Ach, der Katras. Ah, Entschuldigung. Ich hab Volker geguckt. Ja. Kein Thema. Ich stelle hier noch einen Heilkreis dann hier hin. Ich seppe hier mal den Goblin und dann setze ich mir mal ein magisches Schild und hoffe mal, dass da nicht alle auf mich gehen, dann sollte das gut gehen. Macht er. Ich glaube jetzt hier ein heilender Kreis, weiß ich nicht. Genau, wenn er sich zurückzieht, müsste reichen. Sonst können wir ihn ja noch aufheben. Dann zieh ich zurück, Katras. Geh Richtung Patrick. Ja, oder hier. Mir läuft einer hinterher. So, ja, dann zum Volker. Hier, rüber zum Tyranuke. Okay. Monster Time. Ja. Oh, die haben mich zurückgeschossen. Oder kommt da wieder angeschossen? Alter, der macht 4. Was? Ja. Oh, da ist auch noch fuck. Einer. Ja, super. So richtig mal schleichen und versuch mal in unsere Richtung zu kommen, weil sonst wird das nichts. Du stirbst das 6. Runde. Ja, das sieht so aus wohl. Ich kann ja auch mal gleich hier die Tür zumachen. Dass man mit ankommen. Nee, kannst du nicht zumachen, glaube ich. Ich habe hier eine magische Barriere. Ach so. Das reicht. Die kann ich davor packen. Patrick, ja? Ich spiele jetzt den Behemus hier hin. Direkt vor die. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben über 1000 Gold. Wir können uns komplett neue Karten holen. Ich schau den da hin. Weißt du, was ich jetzt mach? Ich übernehme jetzt gleich den Elfenpriester. Vielleicht heilt er uns dann. Hey, sag mal, habe ich den jetzt falsch umgestellt? Nee, der richtet sich automatisch. Die dreht sich selbst. Ah, gut, alles klar. Dann mache ich noch hier Rüstung. My armor has been repaired. So. Was soll ich machen? Ich habe einen, ich bin noch vergiftet. Ja, das wird nichts. Das ist schlecht. Hat jemand noch was zum Heilen? Ja, du guck. Ich habe nichts zum Heilen. Ich wollte den Heilen stellen, das wäre eine gute Idee. Komm in Richtung uns, damit wir dich dann nicht so weit erreichen müssen. Gleich. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist direkt weg in der Runde, weil der ist schon dreimal tot gewesen. Ja, Gift. Aber da liegt der ja bei uns, da können wir ja wenigstens aufheben. Nee, der wird nicht. Der wird nicht mehr zum Aufheben angezeigt, denke ich. Aber gucken wir. Ach so. Nee. Das denke ich wohl auch. Dann auf den Goblin. Naja. So. Gucken wir nach der nächsten Ebene, ob er dann... Skippe ich einfach, oder was? Ja, jetzt skippe ich. Ja. Kann eh nichts machen. Und damn. Okay, ja, dann würde ich sagen, ich mach mal die Tür hier vorne zu. Warte, ich hab noch die Schamschiffrolle. Ich kann noch den Feind übernehmen. Ich könnte den wahnsinnigen Goblin übernehmen und ich kann hier den Elfenpriester übernehmen. Hilft ja jetzt nichts, wenn wir Karten sparen. Vielleicht würde uns das noch helfen gleich. Wo Priester? Hier bei mir. Der mir im Rücken steht. Bei dir, ja. Die beiden übernehme ich dann. Dann brauchst du nicht zumachen unbedingt, oder? Vielleicht könntest du dann den Bogenschützen noch setzen. Den Goblin. Ja, aber musst du auch vorsichtig sein. Komm am besten hier in die Ecke, würde ich sagen. Und dann guck, was du von da aus seppen kannst. Ja, geh zum Patrick, genau. Vielleicht kannst du den hier hinten seppen, den hier. Nee, also hier so hin. Hier. Genau, ja. Hier? So? Ja, viel Spaß im Eurotruck Simulator 2, Hauschi. Und dann guck, ob du darüber setzen kannst. Den hier hinten. Ja. Können wir machen. Hilft ja nichts, jetzt müssen wir... Und der Blue Eye ist da.
schreibt wie immer, mega interessant der Stream. Danke, Blue Eyes. Dankeschön. Jawohl. Sehr gut. So, und jetzt hilft es ja nichts. Sehr gut. Ich werde jetzt hier den Goblin nehmen. Ja. So. Und ich werde hier den Typen nehmen, bevor der uns noch mehr auf die Eier geht. Was hilft es uns jetzt? Ja. Bam. So, Monster Time. Der kriegt Panik, ist weg. Oh, geil. Was? Oh, da kann ich so viel weit weg. Mhm. Ups. Große Hilfe. Der ist im Schleim. Der war nur im Dunkeln. Sehr gut. So, da kommt der andere Goblin. So, soll ich den auf den Rücken hauen? Den Elfenpriester, würde ich sagen, oder? Ist der nicht beseelt gerade? Der ist jetzt im Moment noch auf unserem Team. Dann mach erstmal den Goblin da hinten. Den ja, würde ich auch sagen. Nee, aber der ist auch in unserem Team. Muss ich ja. Also hier, der hier. Ja, der hier aber nicht. Und da ist ja noch die Ballista. Ja. Ja, der ist gut. So. Zurück mit dir in die Schatten. Genau. Ich glaube, mit Schleim kommen. So, wenn du den jetzt einmal selbst, dann kriegst du den gleich einmal mit dem Bogenschuss fertig. Ja. Oder du selbst hier hinten wieder den Bogenschützen da hinten, wie du magst. Ja, der kommt mir dann, glaube ich, zu nahe, der Bogenschütze. Wenn der durchjagt, bin ich weg. Nochmal zum Boden. Okay. Ich könnte jetzt noch aus Spaß und Freude natürlich unseren Bezauberten schon mal anhauen. Der ist ja nicht mehr lange bezaubert, ne? Das waren drei Runden. Ja, zwei hat er noch. Ja, okay. Dann kann ich ja einmal schon mal anklopfen. Ja. Dann haben wir den einfacher. An den komme ich zumindest noch das an. Das ist mal gar nicht so verkehrt. Okay, jetzt muss ich gucken, was ich von hier aus beschicke. Ich kann so gut wie gar nichts beschicken. Ich würde jetzt hier auf die Ecke kommen und versuchen, den Goblin noch mal anzuhauen. Das war keine Absicht, dahin zu gehen. Scheiße. Eiertoaster via Namen, der schreibt, ich hatte mit mir letztens aber auch gute 3 Stunden, 3 Ebenen gebraucht. Ist teils recht unterschiedlich, wie man durchrutscht. Ja, gibt dir recht, das ist auch sehr unterschiedlich. Ja, stimmt. Aber auch schon so im Singleplayer einen Durchmarsch in 1,5 Stunden hingelegt. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. So, Buddy, machen. Ja. Und dann? So, warte mal, ich muss mal die Brille wieder aufsetzen. hast dein Brille nicht auf. Ja, vor allem, wir müssen jetzt hier ein bisschen wegkommen, weil hier gleich die, die Kanone da, die macht so einen großen Umkreis. Go back to the abyss. Ich hau trotzdem noch hier auf den. Ich hätte lieber auf den Stein, ja. Ja. Gut, den könnte ich jetzt im Grunde retten, den Schleim. Guter Plan. Macht das. Geht der? Na, geht der, mal gucken. Ob der Beton giftig kann? Ja. Löschen gegen Panik-Immun. Ja. Sehr gut. Ja, geht. Wunderbar. Sehr gut. In welchem Umkreis ballert hier das Geschütz? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das waren 2 Felder jeweils komplett drumherum. Okay, das heißt, also eins mich, auf jeden mich Fall. Würde der nicht treffen, wenn er auf den Schleim ballert, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube. Okay, dann würde ich jetzt hier hinten nämlich den Goblin kaputt machen. Hier in der Ecke den. Macht das. Und bleib stehen. Mhm. Ja. Ja, oder pass auf, ich ziehe mich zumindest hier um die Ecke zurück. Wir können den ja nochmal zappen. Sicher, sicher. Wir können uns jetzt keine Toten mehr leisten. Oh, den. Alter. Ah, okay. Der denn jetzt? Ist was rum. Da hinten? Oh. Hi. Ja, der Bogenschütze. Ja. Heilender Kreis. Heilender Kreis. Den habe ich jetzt 3-mal. Sehr gut. Ja dann. Ich benutze den jetzt mal. Und zwar hier. Ja. So, müsst ihr nach links gehen. Oder hier hin, nach vorne. Ne? Der halt auch ja, das reicht von der Nähe. Ja. Okay. Gut. Ja. Ja, hübsch. So, dann hau jetzt nochmal auf den. Ciao, Hoshi. Hallo, Tom. Ciao, Hoshi. Hi Tom. Fahr vorsichtig. Oh, schön auf Schleim drauf. Sehr gut. So.
Tom fragt dich, ob du Ersatzbatterien dabei hast. Der hofft das auf jeden Fall. Ich jetzt? Und beim Harald waren es 4 Stunden. Krass. Ah, hast du Ersatzbatterien dabei? Ja, ganz frische Batterien eingesetzt. Ja, sehr geil. Ja, wobei ich mich frage, wie soll die Quest das so weit ankabeln? Muss man die zwischendrin ankabeln? Ja. Ich habe mir von meiner Quest 1 das lange Kabel, das geht, das klemmt sowieso schon drin. Ja. Super, das lange Kabel von der Quest 1, ja. Ja, ich hab ja auch das 6 Meter Kabel auch, aber solange jetzt noch der Akku das macht, also der Zusatzakku, braucht man da nicht in Aktion treten. Ja, den Schlüsselträger haben wir gleich. Ja. Oh, ja, immer dieselbe Scheiße, die Mann. Kalorie erst noch mal drauf. Nein! Oh, Mann, Dio. Ja, also auf dich ist echt Verlass. Den haben wir. Ja, dafür. Jawohl. Also das hätte ich mir an deren Schwäche. So. Jawohl. Jetzt schnell verpissen oder noch warten, bis wir geheilt werden? Ja, immer. Ich stimme die Kiste. Jetzt noch eine Karte. Hast recht. Ach, im Schleim. Kiste, Alter. Du, einmal eine Runde durchhalten ist nicht verkehrt, wir sind in der nächsten Runde ja auch nicht geheilt. Ja, das Problem ist nur jetzt gleich respawnen. Ich hab wieder Mechanikpulver und nochmal Fahrt. Liegt ja sowieso fast auf dem Weg. Ja. Ein Stückchen zurück, genau. Ich würde sagen, Buddy als Schlüsselträger geht vorweg, wir bleiben hier noch stehen. Dass wenn jetzt Monster wieder auftauchen, Buddy einfach die Notbremse ziehen kann, indem er reingeht. Ich bin ja auch voll... Ich muss noch Rüstung hochziehen, dann passt das ja. Und schon eine Öllampe noch. Genau, dann warten wir einfach. Oh. Hört mich mal nach da. Da haben wir noch einen Priester, ja, den seppe ich dann mal. Genau. Dann haben wir schon mal das Problem gelöst. Sehr gut. Ja. Ja, ich bleib hier stehen, genau. Oder? Ich schieß. Ja, mach Schaden. Kannst du nicht. Nee, ich treff den nicht. Ich muss dafür weiter weg. Schade, ja, bleib stehen. Alles genau. Gut. Ja, dann breche ich ab. Ja. Das ist ja gemein, ne? Die, auf die du feuerst, die heilt Degner, dich. Ne? Das hätte ich denn das gemacht. Wenn schon ein großer Schleim kommt. Ja. So, da bin ich ja mal gespannt, ob ich in der nächsten Ebene dann wieder dabei bin. Oder ob ich jetzt echt Permadeath bin. Nee. Du bist in der nächsten Ebene dabei, darfst aber auch da nicht sterben. Ja, super, so. Das schaffe ich ja gut. Ist das schon mal passiert, dass einer so raus ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jetzt geht der da näher ran. Katras. Halt mich. Achso. Halt eh mich. Bringt ja nichts. I would block the way. So, dann machst du noch weiter. Ach, kam da ein Schleim oder was? Ruhe. Ja, da kam noch ein Riesenschleim auf dem Weg. Pass auf, dann komme ich jetzt hier zumindest an die Ecke, um dann den Priester da noch fertig zu machen. Dann kannst du dem noch einen austeilen. Dann müsste halt eigentlich laufen. Okay, eigentlich hättest du jetzt sagen müssen, du kommst hier nicht vorbei, ne? Wenn du schon bei Herr der Ringe bist. Ja, der Weg ist versperrt, die Toten bewachen den. So. Die Lebenden gehen nicht diesen Weg, nein. Nein! Okay. Oh. Guck mal, was da jetzt da gespawnt ist. Ach, die ganze kleinen Vieh. Wo kommen die denn her? Ja. Der hat die hier beigerufen, der Elfenpriester. Hau einen kaputt und dann den Elfenpriester. Achso. Ja. Elfenkultisten, wo ist denn der Elfenpriester? Ja, hier, du kannst jetzt nur den hier anhauen. Dahinter, ja. Achso, ja, okay. Ich kann den Elfenpriester direkt anhauen. Bitte erstmal den Elfenpriester. Gut. Überredet. Ja, da kriegen die natürlich Panik, die Kleinen. Also, haben sie jetzt leider noch Hütte? Ich habe keine Aktion mehr. Ein Spitzohr. Da sind ja nur zwei. Die beiden kann ich rausnehmen. Ja, wir können auch nochmal blinzeln. Dann bleibe ich nämlich hier noch beim Stehen und können wir nochmal eine Heilung. Ach, ich habe da hinten noch den Panikmacher, den kann ich ja. Ja. Da steht er so still in der Ecke, den kitzel ich mal ein bisschen. Kille, kille, kille. Mach das. Taser. Okay. Ja, ja. Ach komm, fick dich. Entschuldigung. Patrick, hast du das wirklich gesagt? Mein Gott, da geht mir um den Sack, wie oft ich hier heute schon. Entschuldigung. Mann, der jetzt ein Doppelschwert. Das nicht monetarisiert. Mann, Entschuldigung, ich entschuldige mich an alle. Mann, Joe Rio. Joe, moin, schreibt er.
Schnell zum Ausgang ist besser, schreibt der Harald. Hast du recht. Zum Öffnen ist sicherlich noch ein Spinnennetz. Flieht, ihr Narren. Ja. Genau. Jetzt können wir raus. Patrick Thiele, der hat 1,5 bis 2 Stunden für den ersten Durchgang. Ja, cool. Den ersten hatte ich tatsächlich in 1,5 Stunden durch. Aber ich habe den Eindruck, es wird auch immer ein bisschen schwieriger. Okay, Marit. Jawohl. Ja. Schön. Und jetzt Karten kaufen. Shoppen. So, die Ballista kaufe ich mir mal. Bisschen. So. Ja, Ballista auf jeden Fall, habe ich auch. Heiltrank. Giftbombe. Giftbombe ist aber auch schön, aber habe ich doppelt, kann weg, ne? Karte ablegen. Ja. Panik vor. Also ich werde auf jeden Fall. Wie viele Karten habt ihr auf der Hand? Obwohl ist. Ich habe aktuell 7. Aber ich wollte noch eine wegschmeißen. Wieso kann ich denn nur einen Heiltrank kaufen? Ich wollte mich jetzt vollballern mit Heiltränken. Hast du schon alle Karten auf der Hand? Schmeiß noch eine weg. Ich kann dann machen, dass wir alle eine neu kriegen. Habt ihr alle weniger als 10 Karten auf der Hand? Ja, ich habe aktuell. Gut. Warte mal, wieso krieg ich die jetzt nicht angezeigt? Warte, ich kaufe nicht. Nee, warte mal, jetzt kriegen wir eine neue. Ja, jetzt habe ich 7. Mhm. Kaufst du noch eine Ballista? Köder. Ach so, scheiße Köder, ehrlich. Und dann ich habe schon wieder so eine Giftbombe bekommen. Mon Dieu. Die lege ich ab. Aber nicht bei uns. Ich lege auch noch mal einen heilenden Kreis ab. Zum Verkauf hier abgeben. Ich bin voll, ich bin fertig. So. So. Was ist denn ein Eiltrank? Erhöht die Bewegungsreichweite um 1. Okay. 50. Laugenflasche. Ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Hier, den kaufe ich mal. Chemische Verbrennung. So, dann bin ich bei 9 Karten. Kann man hier noch irgendwo umblättern oder ist das alles, was geht? Das ist alles, was geht. Das ist alles. Na gut, dann ich gehe mit 8 ins Spiel, weil man kriegt ja auch laufend noch welche dabei. Und so wenig Karten, wie wir im Moment verbrauchen, ist ja so. Wir hatten Pfad enthüllen, hatten wir, ne? Hatte einer von uns. Pfad enthüllen, den habe ich genau, das sollten wir. Sollten wir sogar zweimal haben, oder nicht, ne? Ja, einmal reicht. Ja, ich habe den noch mal gefunden auch. Hat den wer noch? Dazu. Na, hat jemand Pfad enthüllen? Ja. Dann schmeiß ich meinen weg, da kriegen wir noch mal eine Karte. Jetzt habe ich meine Hand voll. Also, dann mach das lieber im Spiel. Wegschmeißen. Ja, okay. Ja. Okay, Katas. Gut. Ready, geil. Ja. You enter the second. Ach guck mal, da starten wir direkt. Das hatte ich aber auch noch nicht. Da man direkt im Raum mit Gegnern startet. Ja, super. Ist doch auch nett. Klasse, so viel Gold dabei. Wie sieht mein Status aus? Ja, das ist gut aus. Ich gehe vor. Erstmal kümmern wir uns um. Ja, wollen wir dann, wenn die da schon sind, hier oben erstmal den Dreh lang machen? Ja, außenrum. Ja, natürlich. Ja. Okay. Die Öllampe, die gefällt mir da überhaupt nicht. Nee. Kann ein heißes Eisen werden. Ja. Ey, guck mal da. So, da würde ich hier so einen Elfenplänkler mal blitzeln. Also, Volker, pass auf, ne? So, wie war das? Heilung, so, Volker. Pass erstmal Heilung. Ja, passt schon. Hast du? Gut. Ich hab einmal Heilung, aber ich warte, bis ich noch 2 runter bin. Ja, ich glaube, wenn du einmal kaputt bist, dann bist du wieder raus. Ich wäre vorsichtig. Wir haben alle einen Heiltrank sonst noch dabei, den wir dir noch zusätzlich geben können. Das heißt, ich müsste mich jetzt heilen. Würde ich vorschlagen einfach. Auf Nummer sicher gehen. Ja. Und dann habe ich aber. Ich könnte jetzt hier oben hingehen. Ja, nachher sind da wieder. Also hier in diesem Bereich. Okay, dann das können da auch noch Viecher sein. Benutze eine Schleichkarte. Oder? Ne, benutze auch eine Schleichkarte. Jawohl. Ja. Aber dann, die kostet mich eine Aktion, dann kann ich nichts machen. Ja. Ja, sagt er. Ja. Mach man. Ja. So. Kann ich trotzdem nicht. Ja, du bist jetzt unsichtbar für die Gegner. Schleichst einfach, du bist sicher. Schneckstime. Okay. So. Also ich kann gleich hier den Goblin kaputt machen. Gleich hier hochgucken und so. Und einen Schleimling kann ich kaputt machen. Also die beiden hier. Ja, dann mach das. Ja, mach das. Ich hau auf den Blinker drauf. Ist gut, die haben 5 Angriffe. Ja, blitzelst du einen von den beiden.
Vielleicht nimmst du den linken Plänkler, weil der kommt mit seinen Zügen, glaube ich, fast, oder? Bis Buddy. Oder du nimmst hier den Schleimling. Die haben ja nur Nahkampf. Warte mal, wie viele Felder hat der? Der kann 4. Also 1, 2, 3, 4. Der kommt gar nicht bis an Buddy. Der hier aber schon. Ja gut. Einmal an den Schleim. Auch gut. Okay, okay. Also der Harald hat das jetzt hoch erfreut, dass du so aus dir raus eben bist und ein Schimpfwort benutzt hast, Patrick. Ja, hat Spaß bereitet. Und the one and only Wazel, ich weiß nicht, ob es richtig gelesen hat, schreibt, hi, grüße an alle, grüß dich auch, the one and only. Goretor schreibt, Monsen. Ja, dann werfe ich jetzt mal Christian, daneben. Ne? Christian schreibt, bin mal gespannt, wie ihr so die Öllampe einsetzt. Ja, jetzt gar nicht. Erstmal nicht. So. Warum sollten wir? Jawohl, läuft. Aktuell. Okay. Sind so wenig Gegner. Oh, sag's nicht so laut. Das ist ärgerlich. Wie viel Bewegung hat der? Euch. 6? Oh. Nein! Ja, gut. Ja, ist ein Spürhund halt. Warum geht denn der da lang? Ach so. Was ist das für ein Asi? Das ist unser. Ach, der ist weggegangen wegen der Zeitbombe. Oh, das ist aber nett von ihm gewesen. Super. Hat direkt die Öllampe mitgenommen. Ja, und jetzt habe ich volle Kartenhand. Direkt mal eine einsetzen. Ja, ich muss auch eine einsetzen. Also ich kann ja sonst gleich mal Fahrt enthüllen auch machen. Ja, das wäre super. Wissen wir, wo es lang geht. Dann schmeiß ich die mal weg, die meine Fahrt enthüllen, wie wir eben gesagt haben. Brauche ich jetzt keinen einzusetzen. Und dann hau ich jetzt mal hier einfach mit dem Wirbelangriff, wenn das geht. Ne, muss ich mal davor. Räum mal da drin auf. Genau. Ja. Das ist doch ein komischer gewesen. Oh, macht nichts. Warum geht das so nicht? Ah, so. Ja, weil. Das war jetzt kein Wirbel nicht. Oder willst du den Spürhund kaputt machen? Nee, ich mach den gleich nochmal. Ja. Ich mach jetzt den Spürhund kaputt und benutze danach den Wirbel. Sehr gut. Wenn der hinten. Ja. Kommt noch der Schleim gleich hinzu und passt da. So, ich bin ja noch unten, das heißt, ich könnte jetzt einfach hier oben gucken, was da geht. Na ja, gut. Geh ruhig mal da. Perfekto. Gut. Oh, ja, kannst du sieht gut aus. Sehr gut. Kannst du mal Geld einsammeln. Würde ich eh vorschlagen, wir haben ja eh gesagt, wir wollten hier rumgehen. Ja. Ne? Katsching. Dann kannst du dann... Ah, hier ist auch noch mal Gold, was du nehmen kannst. Ja, ich sehe es da hinten, danke. Jetzt einen davon. So, dann gucken wir mal. Show us the way. So, da hinten ist der Schlüsselträger, da ist eine Spinne und der Ausgang ist hier. Sehr schön. Ja. What? Alter, so, da hinten ist der Schlüsselträger. Ja, natürlich gar nicht wenig zu gehen. Ja, ne? Ja, ich glaube, wir bleiben jetzt bei außen drum rum, ja, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, ja, hier der Weg, wie wir gesagt haben. Das ist der Weg. Genau. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Hallöchen miteinander, Rainer Zufall. Hallöchen, Rainer. Und ist hier, das Rainer Akira Ehrenmann? Klein? Ich weiß gar nicht, geht gerade was irgendwo im Discord? Ich weiß nicht, soll ich mal gucken? Ja. Also ich wollte noch mal sagen, Akira Klein hat geschrieben, ich warte schon 35 Jahre auf dieses Spiel, seit HeroQuest. Ja, sehr cool. Also, falls ihr quatschen wollt mit der Community oder mit uns gleich, wenn das Spiel fertig ist, dann kommt doch in den Voice-Chat vom Discord der Zockstube. Da werden wir uns gleich auf jeden Fall auch noch mal ein paar Minütchen zumindest reinsetzen, denke ich mal, ne? Ja, definitiv. Okay, dann gucke ich mal. Ich würde jetzt erstmal den Schleimling fertig machen. Weil ich kann. Also, Bulldozer schreibt, ciao, werde einen Freund trösten. HSV hat keine Chance mehr auf den Aufstieg. Viel Spaß noch. Ja, der braucht doch sehr viel Trost. Da hast du recht, Bulldozer. Finde ich eine gute Sache. Und wenn ihr alle Spaß daran habt, was der Patrick hier jeden Sonntag macht mit den Livestreams und so, dann lasst ihm doch mal ein Like da. Dankeschön, Leute. Buddy. Sehr, so, sehr geil. Gerne doch. So ist muss der ich mich mal kurz mal hier. Meine Rüstung wieder. Ja, am besten den Waldläufer fast, oder? Setzen. Ich weiß es nicht. Irgendwo ist hier auch noch so ein Heilelutscher. Ja, hier muss irgendein Penner sein, setzen. Der die heilt. Ja. Warte mal. Echt jetzt? Ja. 11 und 12. Ja, nee, da versorge ich mich. Gerecht. Achso, naja.
Den linken meinst du hier den? Von mir aus gesehen oder? Von wir konzentrieren uns erstmal auf einen. Ich hatte oder den. Den Elfer hatte ich eigentlich betäubt, aber der ist wohl durch Heilen nicht mehr betäubt, so wie es aussieht. Nee, der rechte, also, der hier wurde geheilt. Das ist nächste Runde. Ja, oder? Der rechts. Ja, den rechts hatte ich eigentlich gesappt, aber irgendwie scheint da nichts mehr drüber zu stehen. Ach, daneben. Wir haben heute echt ein Würfelglück, das ist Wahnsinn. So, kannst du den nicht von hinten ausschlitzen? Guck mal, du kriegst doch einen davon kaputt. Den Plänkler. Genau. Ja, den linken. Vielleicht. Also, ich gehe jetzt einfach mal daher. Den linken, den Elber oder den Zwölfer? Den ist egal, ich habe der hinter meinem Rücken steht. Genau. Der hinter meinem Rücken steht. Ja, ja. Den kannst du dann schön von hinten auch. Ja. Sehr gut. Ja, sehr geil. Ja, jetzt mach den anderen. Jetzt mach den anderen. Den Zweier, den krieg ich platt. Ja. So, und nochmal, komm. Ja! Yes! Alter, jawohl, du ja. Tier! Genial, jawohl. Das gibt's doch nicht. Haut der raus hier. Ja. Hau ich hier oben den Waldläufer, den Seppel Läuft. Und du kümmerst dich um die beiden hier ja, vorne. Ja, ich hoffe nicht, dass ich einen Fehlwurf hab. Vielleicht könntest du den da oben... Gut, einen reich noch mal an. Genau, vielleicht könntest du den da oben seppen und dann nachlaufen. Ich glaube, der Volker hat heute Morgen zum Gott Rollus gebetet. Ne? Rollus? Gott des Würfelglücks. Gott des Würfelglücks. Wer ist denn der Gott der Spiele? Ja, jawohl. Ja. So, dann mach ich schon mal hier. Runa, würde ich sagen, ne? Bezogen auf Glücksspiel. Ja, das ist die Göttin des Glücks. Ja. Würfelglück. Alter, aber schon da. Ah, da haben wir wieder Geralt von Riva. Ja, Mann. Super. Geil. Und da oben ist nicht. Oh ja. So, dann hol ich das gestreichelt. Haben wir alle. Wie sieht's denn mit den Karten aus? Genau, wie sieht's mit den Karten aus? Ich bin voll. Ich hab 9 von 10. Ich habe 18. Ach nee, ich hab 9 von 10. Ja, passt. Alles genau. Klar, da kannst du überlegen, ob du gleich eine abwirfst. Oh, Pfad enthüllen. Der könnte wieder weg. Ah. Oh, Balliste, ja, sehr Balliste. Gut. Schön. Aber eine Teleportation. Das doppelt jetzt für den Magier. Na? Ich wollte gerade Pfad enthüllen abwerfen. Achso, den benutzt ihr irgendwie jetzt gerade. Ja, übrigens, kann das mal sein? Zug. Nee, ich bin dran. Nicht? Ah nee, doch nicht. Body ist. Na gut. Jetzt kann ich die Karte wegschmeißen. Jetzt bin ich. Ja, so, ich könnte noch mal hier hinten das Gold holen, ne? Doch, jetzt habe ich es. Jetzt gibt's noch eine neue Karte. Ja, das war zu früh. Ich bin noch voll. Sorry. Patrick auch. Was wir gleich machen könnten, wäre wirklich, hier ist ja eine strategisch gute Position, ne? Wenn wir hier Feinde herlocken. Dann Ballista parken. Und hier, weiß ich nicht, Ich weiß es nicht. Ballisten. Ich habe noch eine Barriere, die ich dann gleich aufbauen kann. Ich also wir noch können zwei eine Ballista. Tür zumindest blocken. Also, ich gehe mal hier oben hin und versuche mal in den Raum da unten, wo das Gold ist, reinzukommen. Ja, hol das Gold ruhig. Kannst du hier gleich durch die Tür zu uns kommen. Ist ja schnell. Ja, ganz genau. Aber ich komme auch nicht ganz zum Gold hin. Wie so weit wie geht und fertig. Ja, die Frage ist, ob ich jetzt schon mal mich tarne und schleiche. Nicht, dass da einer irgendwie... Nee, da kann nichts kommen. Ist okay. Laut gedacht. Ja. Weiter geht's. Harald schreibt, er hatte gestern Nachmittag ein Problem mit dem Game. Aber später mehr im Voice-Chat. Ja, würde uns freuen. Ja. Wäre gern dabei nachher. Ja, ja, auf jeden. Die Adresse Harald. Zum Voice-Chat von der Zockstube im Discord findet ihr auch in der Videobeschreibung. Was? Wo geht der Köter hin? Jetzt mit dem Gerald. Und kommt von hinten wahrscheinlich gleich Besuch. Da kommt ein Gegner. Ja, dann soll er sich drum kümmern, oder? Oh, ja. Der große Bogenschütze. Macht der Geralt schon. Ich gehe weiter vor. Der kleine Hunzen. Da könntest du, glaube ich, auch diagonal einmal noch hinschießen, oder? Ich versuch's gleich mal. Könnte so gerade eben passen. Dann kriegt er auf jeden Fall noch einen mit. Ja. Schwierig. Ah ja, okay. Ja, das ist okay. Ja. Okay. Kann man mitleben. Ich kann mir das Gold holen. Zapf. Sehr gut. Da ist übrigens noch unserer, ne? Das ist unser Elementarwesen. Nee, unser ist explodiert. Das da? Der ist schon explodiert. Das ist der Gegner. Und ich komme jetzt hier einmal durch die Tür. Ja. Ja. Ja, mach das. Der Volker Tyranuke. Yeah. Tür.
lustig. Ein Tyrannuk. Ja. Schenkelklopfer. Das ist ein der gehobene Wortwitz. Nee, das ist ein ganz niederer Wortwitz. Ich schau dann gleich auf das Rattennest. Ne? Na, das war schon okay. Fürs Rheinland ist das okay. Oder das ist doch frech. Das ist die Frage. Wenn ich jetzt hier auf das Rattennest zugehe, dann werden wir von den Gegnern gesehen, ne? Rattennetzen und weiter hier durchgehen einfach, würde ich sagen. Ja, genau. Ich glaube, die werden jetzt gleich die sowieso... Die danach um die Ecke. Ja. Okay. Rattennest, ach so, ja. Er bleibt doch sonst da, oder? Na, komm. Aber wir können ja auch hier Ballista-Einheiten aufbauen. Ich könnte hier einen in den Flur. Ja, mach das. Na gut, also ich sag mal, wenn er da weiche hinkriegst, wäre super. Oder direkt auch hier um die Ecke. Nein, nee, ja, hier so. Ich komme nur leider bis vor das Rattennest, das passt dann nicht. Dann mache ich die Truhe. Nee, ich nicht auch noch so. Genau. Dann gucke ich mal, ob ich den Lulli da. Wir können auch von hier aus. Ja, den kriege ich genau noch. Wie geil ist das denn? Bauen, ne? Ein Schuss und dann verpisse ich mich weiter, ne? Der Hund, der muss noch was zu tun haben. Ja, ja, ja. So. Na komm, der Gerald ist das. So. Jetzt kommt er hier lang. Super, ja. Oh, guck mal, die Spinne, die kommt auch auf uns zugelaufen. Hör mal, da können wir, wenn die gleich auf uns zukommt. Dann können wir den Schlüssel direkt nehmen, wa? Hä? Achso, da ist die Spinne, ja. Ja. So. Arika Klein schreibt, besitze ich auch noch teilweise die Figuren bemalt, außerdem habe ich noch Claymore sagen. Ach du Scheiße. Ah, ja. Weil X6502X geschrieben hat, ich habe Hero Quest geliebt als Kind, ich auch. Ja. Ich habe noch vollständig im Schrank, ne, habe ich nicht mehr im Schrank, Buddy. Aber früher habe ich gerne mit. Go for it, Buddy. Ja, ich bin dran, ne? Ja. Die Frage. Die kommen sowieso zu uns. Eine Ballista vielleicht. Die Karten. Schon mal ich mache parken. Eine Attacke auf den. Mach eine Ballista hinter das Rattennest noch, oder? Würde ich sagen. Hinter das Rattennest? Ja, kann man machen. Wenn du da eine hinkriegst, wäre genial. Ballista, okay. Ja. Das ist zwar das andere hinter dem Rattennest, aber okay. Ach so. Jetzt kommen wir nicht durch, ne? Ja, wir kommen doch hier drum durch. Ach so. Das ist doch nicht das Thema. Oh, ich werde mich erstmal unsichtbar machen. Brauchst du, glaube ich, gar nicht, oder? Wäre wichtiger, wenn du zweimal auf den Elementar gehst. Doch. Okay. Wie gesagt, die kommen ja jetzt alle auf uns zu. Es ist ja, oder ja, kommen die da nicht dann durch wegen der Ballista? Dann gehen wir auf das Elementar. In der Ecke kommt ja sonst keiner. Ja, ja. Guck mal. Wir müssen erstmal die Ballista angreifen. Der Hund greift gleich noch an. Wir müssen nur gucken, das Ding explodiert wieder, ne? Ja. Ist dem so. Okay. Dem ist so. Dann... Oh nein. Okay. Jetzt bitte eine Nullrunde. Lass mal Kittel halten. Nee. Schade. Ja. Doch. Gut. Kann der Immunität nach vorne? Kannst du ja blitzeln, ne? Ja, stimmt. Ja, ich könnte für ein bisschen ab, könnte ich jetzt schon einmal dann auf die Truhe gehen. Habt ihr alle Platz? Ich hab keinen Platz. Ne? Ja, noch eins. Eine Karte geht noch. Ja, ich kann nicht. Wir müssen noch eine abwerfen. Patrick. Ja, warte mal, eben der Eiltrank, den brauche ich nicht. Alles klar. Sekunde hat er noch nicht gemacht. Was? Heiltrank? Eiltrank. Eiltrank, ja. Kann ja sein, dass ich den nicht abwerfe. Doch so. So, jetzt. Doch. Gut. Dann gucken wir mal rein. Gemach. Krafttrank. Feinde aufspüren, sehr schön. Ja. Laugenflasche ist auch ganz nett. Da kann man sich mal die Hände waschen. Genau. Für wie lange denn eigentlich? So. Steht nicht dabei, ne? Oh, mein Rüstung ist geschmissen. Sehr gut. So, ich kann von hier aus original gar nichts beschicken. Ich würde, weiß nicht, ob ich die beiden, da ist ja noch der Bogenschütze irgendwo. Soll ich mal einfach rein pro forma die beiden Gaslampen abballern? Gaslampen? Wo? Das ist Öllampen, ja, sind das. Ja, das Öl-Lampen. Ist nur ein Mann vom Effekt. Das da, wo wir gestartet sind. Ja, aber da sind doch jetzt keine Gegner. Nee, ich vermute hier hinten den Bogenschützen. Ich weiß noch nicht, ob das... Ja, der kommt doch dann dahin. Da warte doch, bis er da ist. Und dann benutzt. Es ist die Lampe, die macht ja nur einmal kabumm. Ist ja nicht die Gaslampe. Pass auf, dann gehe ich mal hier hin. Von da aus treffe ich die auch noch. Genau. Und dann kann ich noch einmal auf ein Eiselementar zumindest. Bam. Und ja, geht ab. Guck mal, wenn Gerhard auch sagt, hat hier ist die Höhle betrogen, weißt du? Wer weiß das? So, da hat es dreimal. Ja. Da noch. Jawohl. Das Rattennest da. Die ist gut. Hallo, Schaden, das Rattennest gemacht? Ja, sehr gut. Ja, super.
Ach, die Spinne da. Wie gesagt, der ist immer noch geschützt. So, da ist der Typ. Okay. Okay, ja, jetzt gleich baller ich beide Öllampen an. Das ist sehr geil. Ja. So, ich bin dran, ne? Du bist sowas von dran. Ich würde sagen, vom Elementargeist fernhalten. Sag mal, das. Ja, ich würde sagen, ich mache auf dem Rattennest, bevor der gleich rauskommt. Kommst du an der Balliste vorbei? Ja, geht. Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht, ne? Ich würde sagen. Nee. Dann außen ran. Genau. Dann sammel schon mal das Gold hier ein. Erstmal die Rüstung. Ja, guck nur, dass du wegkommst. In der nächsten Runde ist der Elementar wahrscheinlich down. Yeah. Noch einmal zappen vielleicht. So. Ich kümmere mich hier hinten drum. Ja. So. Volker, dann kannst du den Buddy durchgehen. Yeah, ja, dass du auch da wegkommst. Definitiv. Zack. Uno. Und Katras vielleicht nochmal zappen. Ja, Gold einsammeln. Hundelunge, Namen. Hallo Norman. Ja, hi Norman. So. Und der Schluheister fragt, ob wir Mikro-Ruckler im Stream haben. Schreibt ihr rein, wenn das der Fall ist. Na, und auch. Der ist weg. Ja, nicht ganz. Okay, ja. Die Balliste macht es vielleicht gleich. Der ist okay. Ja, mal gucken. Ja. Ja, was ich festgestellt habe, ich glaube, das ist seit Update 26. Wenn du auf Chromecast streamst, dann gibt es alle 20 Sekunden mal so einen kleinen Mikro-Ruckler. Im Spielbild. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum das so ist. Jeder Buddy, der guckt sich den Geralt an. Okay. Sieht super aus. Hast du schon mal auf den ganzen Hahn geguckt? Ja. So, pass auf jetzt hier. Jetzt gibt's auf die Button hier. Ja, jetzt zeig mal. Was geht da? An die Öllampen. Ja, wunderbar. So, eins, jawohl. Und die andere. Take that. Ja, Position, nein! Ja. Ach nee! Oh, Patrick, was ist los? Das wäre so schön. Also, nein! Oh. Geralt! Nein! Ja, Geralt! Oh, er läuft wieder Geralt weg. Ist der Beste. Sehr gut. Kluger Hund. Hat er gut gemacht. Bester Mann, der Hund. Ein kleines Hund. Okay. Ich hab schon um Geralt getrauert. Oh. Ja, nee. Geralt ist ein intelligenter Hund. Ein Wolf, ein intelligenter Wolf. Die Spinne ist hier fast bei uns. Sollen wir die zwischendurch mal legen? Jemand hat unsere Balliste weggeschubst. Ja, die Spinne, Patrick. Der Schuss ist drin. Ja, müssen wir kaputt machen. Die ist jetzt hier. Ja. So, wie viel Gold haben wir denn jetzt? 500. Wir haben zu wenig Gold, ne? Übrigens, wir müssen noch ein bisschen mehr Gold. Ja, ich hab noch gute. Ja, das ist doch mehr als genug Gold. Also, wenn wir jetzt hier durchkommen, wenn wir die Spinne legen, das wäre schon. Können wir, glaube ich, mitnehmen. Oh, in einer Runde. Ja, dann würde ich hier noch eine Balliste-Einheit aufstellen. Hier vorne. Ja, sehr gut. Zack. Hier vorne auf Treppenhöhe. Ja. Genau. Ja. So. Zack. Schön, da komme ich jetzt nicht drum rum. So. Ich würde mal sagen, ich. Seppe und Elementarfreund gleich. Dann laufe ich ein bisschen drum rum. Ich hoffe, dass ich da hinkomme. So, stellt sich der alte Mann mal wieder hier vor unseren. Patrick, benutze mehr Karten. Du bekommst ja immer neue Karten dazu, schreibt der Arbeit. Ja, wir sind ja gleich im Finale. Ja, im Moment ist ja hier noch gar nicht die Notwendigkeit. Ne, jetzt sind alles relativ leichte Gegner. Ich habe hier noch Karten, aber die zwei Ballisten, warum soll ich die jetzt hier aufstellen? Ne, das macht ja zum jetzigen. Mach ich dann. Noch nicht ganz viel Sinn. Nee, ist okay, doch, klar, macht das Sinn. Aber wenn ich ja Ballisten hab, die ich aufstellen kann, musst du sie ja nicht aufstellen. Das ist ja Blödsinn. Ja, das muss man gucken. Elfenpriester, ich baller jetzt hier erstmal den Goblin kaputt. Und dann macht Geralt den Rest. Ja, mach das. Ja, da unten die Öllampe ist halt auch verführerisch, ne? Aber der ist noch weit weg. Ja. Dann hau doch mal auf die. Der ist ja, aber den, dann kriegen wir den Goblin nicht kaputt und der teilt 6 aus. Ist der Priester hier könnte noch interessant sein. Ja. Den muss ich als nächstes. So, Geralt macht das. Du machst damit Geralt weiter an der Front. Wir machen das hier. Der passt schon. Ja, die Ballista. Der ist gleich weg. Dann ist das Rattennest auch im Anschlag. Sehr gut. Ach, schade. Ja, die spawnen noch, die Ratten. Die werden noch spawnen. Schade. Ups. Hä? Die Ballista wurde von dem Spürhund. Oh, der saugt mich an hier. Ja, da benutzt dann doch nächste Runde mal hier einen Schlag drauf. Ja, und zieht ist hier gerade.
Oder der Priester muss weg, der Priester muss weg. Ja, der hat jetzt wieder geschworen. Auf der Seite immer wieder Probleme mit Kultisten. Mhm. Aber hau ruhig den Bogenschützen erst mit der Öllampe weg. Macht das ruhig, hat er doch mal kurzfristig gesehen am meisten Sinn. Ja, mach ich jetzt gleich. Ja, so, ich krieg den aber auch nicht dran, kaputt, ne? Ja. Also, wäre ich cool, hättest du irgendeinen Fernangriff, Buddy. Was Knochen werfen vielleicht auch. Nee, hab ich oder so. Nicht, aber ich habe noch was. Wie viel? Da ist noch was. Wisst ihr, was das Geile ist? Ja. Okay. Hier in dem Raum scheint kein Gegner zu sein. Sonst wäre hier ein Gegnerzeichen. Das heißt, im Schlüsselraum ist kein Gegner. Geil. Wenn wir den Schlüssel von der Schwinde kriegen, können wir direkt abhauen. So. Das ist richtig geil. Ja, natürlich. Ich bin ein bisschen unsichtbar. Deswegen hat ja schon dahingestellt. Ich könnte jetzt diesen Spürhund angreifen. Mach das. Ja. Jo, Chrisse. Bam. Ja, denke ich auch. Ja. I'll open that vein. So, ich könnte ein bisschen Flächenschaden mal machen. Ja, Schaden auf der Rattennest. Dann spawnt er keine Ratten. Jetzt wird direkt das Rattennest kaputt. Ich habe ja zwei Züge. Ja. Ja, ja. Kannst du die Spinne zappen? Lässt sie sich zappen? Nee, betäubt ist sie immun, scheiße. Ich guck mir gerade an das Nest, komme ich nicht ganz bis dahin. Zapp it. Leider. Die sieht auch gut aus. Die muss doch mal von nah zeigen. Ja, ich zeig's dir mal von nah. Das ist die der Spinoid. Das Rattennest. Eine arachnophobe Anwesenheit. Meinst du, die leidet unter Arachnophobie? Ja, das wäre scheiße. Es gibt ja Wesen, die mit ihrem Körper nicht klarkommen, ne? Über... Okay. Ja. Doch, ich klopfe da mal drauf. Spinne mit Arachnophobie finde ich gut. Hallo Magnus und Carmen, hallo, hallo. Already, okay. Ja, jetzt ist halt die Frage, Kultist oder... Nee, komm, ich mach den da unten, ich baller jetzt hier nochmal die Lampe an und dann baller ich den selbst kaputt. Und dann hoffe ich einfach auf die Hilfe so ein bisschen von der Balliste. Sehr gut. Und von... Ich kann den nicht anballern. Scheiße. Boah. Den anballern. Ja, den da unten, den Bogenschützen. Ich komme gleich rüber. Ja, achso, den Bogenschützen. Der Bogenschützen da vorne. Geralt! Magnus fragt, hi, weiß irgendwer, wie Oculus Quest 2 bei Amazon weg ist? Ja, bei welchem Amazon? Frankreich, Italien, überall. England? In diesem Moment überall nicht verfügbar. Gib nur Vermutungen. Krass. Oh. Geschlecht. Ja. Und die sind? Was wird davon spekuliert? Es gibt verschiedene Spekulationen. Es sind alles nur Gerüchte. Oculus hat sich dazu offiziell nicht geäußert. Ich glaube, das, was mir im Moment am liebsten wäre, es gibt Gerüchte, dass der Oculus-Account wiederkommen soll und der Facebook-Zwang nicht mehr besteht. Das heißt, die Kartons müssen geändert werden. Ja. Dann gibt es... eine, da will ich gar nicht drüber reden. Und eine Vermutung, die ich eigentlich auch nicht so gut finden würde, aber für mich sieht das im Moment so aus. Oder erinnert das verdammt ans letzte Jahr, als auf einmal die Oculus Quest 1 nicht mehr verkauft wurde, ohne jeden Kommentar. So. Und dann auf einmal gab es die Quest 2. Aber das hoffe ich nur wirklich nicht. Nee, das nicht. Aber es gibt halt, man weiß nicht, warum das so ist, ne? So, du musst da weg, Patrick. Ich stehe schon parat. Ja. Die alle Platz zu machen. Ja, pass auf, ich ziehe jetzt gleich hier einmal nach links rüber. Dann heile ich mich und dann mache ich den hier hinten auch fertig. Ja, mach das. Klingt nach dem Plan. Ich gehe direkt zu dem Priester. So, ich heile mich jetzt erstmal. Und genau, wir müssen den Geralt ja auch noch. Geralt, kriege ich den von? Ich kann nur bis hier. Kriege ich den hier über die Treppe gepackt? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oder greif einen der Kultisten an. Ja, dann greife ich. Bleib oben stehen. Greife ich einen der Kultisten an. Hilft dir. Ich kriege aber auch unten. Ich denke schon, dass das geht. Ja, komm, dann machen wir das. No risk, no fun. Ja. Geht. Ja, wunderbar. Bam. So. Und was ich gerade gelernt habe, ist, dass ich mich sofort wieder enttarne, wenn ich irgendwen so angreife. Das war mir gar nicht bewusst. Geralt macht den und jetzt Job. Die Balliste noch. Ja. Ja, jawohl. Balliste kann zweimal schießen. Ja, und noch einmal in die Runde. Panik! Der kriegt Panik. Panik. Wunderbar, dann hau ich ihm gleich den vorbei. Ja. Nee, brauchst du nicht. Noch eine rein, dann ist der weg. Okay, ja, wunderbar. Sehr gut.
Super. Ja, im Moment kann man mal eine Karte gekriegt. Noch ein Strudel. Ja, das Problem ist halt nur, dass die Quest Pro, deswegen können die den Verkauf der normalen Quest nicht einstellen. Die Quest Pro, die wird teurer sein als die Quest, wie die Gerüchte sind. Und die wollen ja ein Einsteigermodell haben. Das heißt, entweder haben wir jetzt die Quest 3 in Kombination mit einer Quest 3 Pro. Aber wir werden auf jeden Fall ein Einsteigergerät behalten. Oh, da ist noch ein anderer. Also Moment, ich glaube, das wird einfach, vielleicht ist es auch einfach nur vergriffen. Chipkrise, ne? Das kann alles sein. Das wäre das Logischste. Ist alles im Moment nur Spekulation, ne? Deswegen, das will ich nochmal sagen. Ja. Wenn es über die Spekulation hinausgehen würde, dann hättet ihr auch schon längst ein Video von mir. Nur zu dem Informationsstand, da stehe ich nicht so drauf, ein Video dann zu machen. Ja. Kann ich verstehen. Wenn ich jetzt gefangen bin im Spinnennetz, da kann ich mich doch bestimmt rausteleportieren, oder? Ja, du kannst, ob das aber Sinn macht. Du kannst dich immer ein Feld bewegen. Greif doch direkt den Mystiker an. Das passt ja dann. Dann nimm den Mystiker. Okay. Ich zapp mit deiner Spinne. Gleich tun. Alles klar. So, ja. Das passt, ja. Marit. Otze. Gebam. Und du kommst dann jetzt wieder hoch, Tangen. Ne? Ja, ich komm wieder hoch. Und einen kriegen wir noch. Mhm. Ja. Aber dann kommt die Spinne. Genau, eine Idee hätte ich jetzt noch gehabt, einfach nur so als Idee. Wenn du jetzt hier rumgegangen wärst, ne? Wenn das gegangen wäre und von hier angegriffen hättest, hätte ich im nächsten Zug die Spinne nicht erwischen können. Ich konnte mich aber nur in einem Radius von 3x3 Kästchen bewegen. Okay, alles klar. Das lag nur an dem festge... Spinnen hier, ne? Guck mal da. An den Spinnennetzen, genau, so ist das. Die Spinne hat den Volker eingespinnt. Ja, und eine Spinne rein. Boah, und gleich direkt durchs Tor und dann zur finalen Ebene, oder? Ach, ja. Was? Wir machen mal hier mal einen kleinen Schutz für dich hier. So. Gold auf jeden Fall noch mitnehmen, was da liegt, ne? Wir haben genug, Buddy. Wir haben mehr als genug, ey. Er ist ja nur 5 Meter lang. Jawohl, das ist ja geil. Warum die Wand? Warum? Jetzt, wir müssen doch die Spinne kalt machen. Die Wand. Wir müssen sie doch töten. Ja, da haben wir ja ein bisschen Angriffsschutz. Ach ja, die Balliste, jetzt mal gucken. Stimmt, die kommen jetzt nicht mehr drüber. Schade, ja. Naja, egal. Ja. Jetzt haut die Spinne ab und wir sehen sie nicht mehr. Das wäre geil. Ja. Die sehen wir immer. Kriegen wir schon hin. Hau mal die Wand. Reißen wir die Wand wieder ein. Ja, Geralt, Mann, bester Mann, ey. Geralt ist der Beste. Der Köter. Jeden. Ja, Mann. Der braucht auch nicht würfeln. Buddy, guck mal. Der ist super, der Geralt. Die Ballisten, die sind echt stark. Geil, die Ballista ist super. Die sind genial. Oh, da ist irgendwas gespawnt neben der Spinne. Ja, eine kleine Spinne wahrscheinlich. Oder ein Spinnennest. Autsch. Ja, Kira Klein, jeder kann froh sein, der eine Quest 2 zu Hause hat. Ganz auf jeden Fall. Tolles auch jeder kann froh sein, der eine Quest 1 zu Hause hat, by the way. Sehr, sehr geiles Gerät, auf jeden Fall. Ist auch ein Idee. Ja. Warte mal. Da haben wir 3, da haben wir. Gut, dann zuerst den hier. Ja, wir haben noch Geralt. Ich baller gleich den anderen an. Und dann würde einmal Geralt noch reichen, wenn du jetzt nochmal den gibst hier. Dem Oberhaupt. Würde ich sagen, gib dem Oberhaupt, dann gebe ich dem zweimal, dann hat er noch 3 übrig und der Geralt, der kann auch 3 austeilen. Mhm. Oh, der ist Kritte. Oder? Nee. Mhm. What? Mhm, komisch. Ich habe jetzt 2 Schwerter gesehen. Egal. Du lügst. Ich schwöre, du lügst. Nimm mal Lügen, darf man nicht sagen. Ich schwöre, du lügst, Alter. So. Irgendwie komme ich jetzt echt nicht auf diese Wand, klar. Hallo! Okay. Hä? Warum? Was machen wir denn hier? Ich habe so viel Mühe gebaut. Da. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid, aber... Hä? So, soll ich irgendwas mit der Spinne machen oder soll ich es mal besser lassen? Ja, mach die kaputt. Ich soll es besser lassen. Mach die kaputt? Ja, mach die kaputt. Ja, aber nicht rumgehen. Ja. Du kommst ja nicht raus. Die macht dich dann kaputt. Nee, dann kannst kann, du die Wand dann, irgendwie dann angreifen. Dann geht's leider nicht. Dann wie lange hält die denn? Negativ, ja, glaube ich auch. Negativ. Oh. Magische Wand. Mein Gott, die ist it's magical. Die kannst du nicht so einfach reinreißen. Ja. Ich kann auch keine Blitzbombe nicht werfen. Das ist noch jude Baukunst. Ja, vielleicht können wir dann hier schon mal den Raum sichern. Dann langsam umgehen. Ja.
Ja. Den also, keine Ahnung. Was soll ich machen? Geh mal hier in Richtung Finalraum. Geh hoch. Finalraum, jawohl. Das ist eine gute Idee. Aber hier oben rum ja, der dürfte eigentlich kein Gegner drin sein. Ja. Sprach's und wurde überrannt. Ja, normalerweise, ja, zumindest nicht in dem Bereich. Kann sein, dass hier noch was ist. Oh, ich muss aufpassen. Was denn? Ja. Ja, ich habe keine Rüstung mehr, sehe ich gerade. Ja. Ich gehe jetzt, ich mache die Tür auf zum Finalbereich. Ja, oder wart noch. Wart noch, stell dich lieber dann doch an die Ecke. Oder na denn, warte, dann kann ja, ich da sehen wir viel nicht. Warte, ja, nachher sind da doch noch fünf drin und dann kommen die auch noch von der Seite. Mhm. Ja. Gut. Gerade nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. So, ja. Die Wand hält noch zwei Runden. Ja, und ich bin ja bereit zu lernen. Ja, bis dahin sind wir eh mit denen fertig und können dann auch zusammen auf die Spinne gehen. Heidewitzka. Herr Kapitän. Ich mache direkt noch zwei Gold, die wir dann eh abgreifen können, weil wir eh die Spinne platt machen müssen, Patrick. Direkt vor der Spinne und hier neben der Treppe. Ja, wenn wir jetzt sowieso gerade schon beim Thema neue Oculus Quest sind. Ich verlasse mich ja noch so ein bisschen auf die Aussage von Oculus, dass der Quest-Nachfolger 2022 kommen wird. Da hat Oculus gesagt, die wollen jetzt einen 2-Jahres-Rhythmus mit den Quest-Headsets. Jawohl, der Plan geht auf. Mit den Quest-Headsets halten. Ja. Und da gehe ich einfach von aus, dass wenn die das schon offiziell sagen, dass sie das dann auch halten. Tja. Ich muss jetzt echt eine Versorgungsrunde machen. Mach das. Sonst bringt das nichts. Mach das, den da hinten kriege ich auch alleine hin. Geil. Ja? Da kommen sie. Da kommen die Gegner, die da nicht drin sind. Ja, ja. Richtig. Ja. So, Rüstung reparieren. My armor has been repaired. Na gut, die Spinne kommt jetzt hier langsam rum. Ja. Die habe ich ein bisschen anlocken können. Dann begrüße ich deine Ballista. Ich mache den Köter fertig. Genau, geh rüber. Alleine. Guck, dass du da. Ja. Boah, ich habe letztens eine Runde mit meinem Nachbarn gezockt. Und, also nochmal, nicht da, wo du dabei warst, Katras. Und da habe ich nicht den Jäger gespielt. Und ich muss einfach sagen, Jäger ist meine Figur. Ey, das ist genau meine Spielweise. Jetzt auch von hinten. Ja, ich habe einen verfluchten Dolch gesetzt, deswegen dachte ich. Ja gut, da macht Sinn. Was macht der verfluchte Dolch? Ein bisschen Schwächen. Der schwächt. Ah, okay. Oh, Kaka. Heute haben wir echt, so häufig habe ich noch nie den Tod. Nein! Ja! Ach, da sind die Pfeile. Was ist der? Den kenne ich noch nicht. Der Elfenplünderer. Guck, der Dicke, die hat Öllampen drin. Ja. Das ist super. Ja, super, die benutzen wir gleich. Kaschban schreibt, Eiltrank brauche ich nicht. Nein, er gibt nur permanent eins mehr Bewegung. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, Patrick. Ja. Warum sagst du nur Passwort? Nein, brauche ich nicht. Blue Eyes da schreibt, aber die Quest Pro wird auf jeden Fall nicht mehr in diesem Jahr auf dem Markt. Glaube ich auch nicht. Ich auch. Aktiver wartet Weihnachten schreibt, ab, ey. Da kommen die Gegner, die noch nicht drin sind. Wie geil. Ja, so sind unsere Runden. Einfach geil. Einfach immer wieder so schön. Ist das. Und Harald schreibt, aber finde Gerüchte immer interessant, wenn Leute in Deutschland nicht bestellen können. Weißt du, was nicht schlecht gewesen wäre? Es gibt andere, auch als Amazon. Katras, ja, wenn du hier rüber... Hast du recht? Ja, egal. Ja. Nächste Runde, die müssen jetzt gleich kommen. Aber so weit bin ich nicht mehr gekommen. Vielleicht in der nächsten Runde hier rüber und dann zack. Weil die kommen uns ja jetzt entgegen. Das wird geil. Ich wollte sowieso Flächenschaden da hinten reinmachen. Wir müssen aber auch vorher eigentlich den Schlüsselträger töten. Ja. Ne? Weil einen aus dem Raum müssen die Balliste macht das. Ja, die Balliste. Mhm. Genau. So. Die Spinne kommt Kröter ja gleich ist um die Ecke. Jetzt kann ich auch zu euch kommen. Oh. Ja, wunderbar. Okay. So, Geralt kommt auch. Da. Ja, wunderbar. Komm, die Balliste, die ballert jetzt. Ja, die Balliste traut sich noch gar nicht. Perfekt. Boah, die sind echt stark, ne? Das Beste aus dem Spiel zu Ballisten, die sind echt Hammer. Ja. Sprengfalle! Das ist meins. Sprengfalle. Ja? Shit. Oh ne, da hinten ist eine Tür aufgegangen. Oh, wir müssen auf den Volker aufpassen. Der darf nicht... Ja, ich muss aufpassen, ich merke schon. Ja, er zieht schon mal... Volker, hast du noch einen Heiltrank? Okay. Ich habe noch einen Heiltrank für dich. Was macht es? Guck, kannst du dich weg teleportieren? Ja, dann musst du zu dem rübergehen. Ja, ich komme dir entgegen. Guck, dass du so weit wie möglich da wegkommst. Ja, der ist auch aber kommst du nicht den einen hier weit und danach kannst du wieder so weiterlaufen? Na, who knows.
Komm, ich wieder guck gleich mal hier gleich auch einmal so ein Heilen. Spinnenweben. Hoffe ich. Davor. Kann ich direkt angreifen? Nimmst schon mal die Spinne da unten, Buddy? Boah, 52 Leute. Ja. Ich freue mich, dass er dabei seid. Wenn euch der Stream gefällt, wäre natürlich ein Däumchen nach oben echt super. Und heute sieht es tatsächlich so aus, dass es ganz gut läuft. Ich habe es gesagt, Leute. Jetzt gleich kacken wir ab. Alles gut. Ich konnte mich auch gar nicht bewegen. Ne? Ich konnte gar nichts machen. So, ich könnte die Spinne betäuben, dann tut sie nichts. Ja, warte mal, ist sie nicht immun? Genau. Das ist schon mal die ist immun gegen Betäubung. Ich glaube nur die Schlüsselträgerspinne, ja. Oder? Nee, die Spinnen allgemein. Die auch leider, ja, schade. Nee, die Riesenspinne auch. Hm. Ja. Ja, Volker ist ja dann nächste Runde wieder bald dabei, hoffentlich. So Gott. Also in der, ja, wir sind ja jetzt hier. Oder das Spiel sagt, nee Junge, lern das doch erstmal. Nee. Hast du nicht noch irgendwie eine Karte oder so? Du kriegst von mir noch ein bisschen Heilung. Ja, vor allem ich. So, gut, Volker, übersprungen. Du kommst jetzt hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jawohl, guter Aktion. Ja, oh super. Mein Gott, jawohl. Ja, klasse. So, so. Und direkt wieder große Presse, kommt doch her. Ja. Guck mal, da ist noch ein verrückter Goblin oder ein Wahnsinniger. Aber warum steht denn noch, dass ich dran bin? Ja, gut. Ich habe doch schon zwei Züge gemacht. Ich habe noch einen, ich kann noch hier Zorn bisschen. Des Himmels spielen. Guck mal, hast du noch einen Zug vielleicht? Kannst du da weggehen? Ja. Wundert mich. Ich hatte ja weg, zwei Züge. Der hat vielleicht eine Karte 0. Du bist gefangen. Du bist gefangen. Mhm. Du hast den Status gefangen auf dir. Ja, oh ja. Du kannst noch einen Schlag hier auf die Riesenspinne oder so machen. Ich oder könnte auch da hinten einmal Fläche machen. Ja, mach Fläche. Ja, hier hinten auf die Öllampe. Das ist richtig gut. Mhm. Ja. Sehr gut. Jo. Ja. Jawohl. Oh, jawohl. Ich bin nur gerade irritiert. Wenn man Status gefangen hat, kann man dann eigentlich mehr machen oder wie? Spinne. Ach, nein, Fehler. Ja, Heiltrank ist ja, nimmt ja keinen Aktionspunkt. So. Ja, deswegen. So, dann komme ich mal zu euch. Ich guck mal, was ich von... vielen Dank. Ne, von hier aus kann ich noch gar nichts beschicken. Komm ich hier. So. Dann hau unten auf den Schlüsselträger. Aber warum geht die Balliste jetzt auf die Na egal. Ja doch. Ist gleich schon verteilt gleichmäßig. Ja, die kleine, das ist gut gewesen eigentlich. Soll jeder was haben. Dann kümmere ich mich hier auch um die Schlüsselträgerspinne. Ich versuche uns ein bisschen den Rücken frei zu halten. Oh, da wird's voll. Da kann man auch noch eine Fläche machen. Alter, jetzt bräuchtest du den Heiler. Naja, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Ich übernehme gleich den wahnsinnigen Goblin. Der macht 6 Schaden pro Runde für uns. Mhm. Was hat denn die dicke Spinne noch? Die hat noch 22, das ist ganz schön viel. Wäre das nicht vielleicht erstmal nicht verkehrt, Patrick? Oder ich habe auch noch Zorn des Himmels, den ich gleich da drauf feuern kann, Buddy. Dann zieh dich zurück. Ich habe auch Zorn des Himmels. Ja, dann knall den rein. Direkt doch da mal. Ja. Jawohl. Gut. Okay. Hallo, danke. Panik. Sehr gut. Gute Aktion. Jetzt gut. Na. Ja, zieh dich besser zurück, ne? Buddy. Lass das Geralt machen. Ja. So. Folgende Option. Ich hätte Blinzeln zur Verfügung, das könnte bis zu 14 der großen Spinne abziehen. Bei einem fatalen Schlag. Klingt gut. Ich könnte eine Giftbombe werfen. Auf die 3. Und da würde ich diese 3 hier würde ich eher mitkriegen. Sagen. Mach das und dann zieh dich dann zurück. Dann tun wir das jetzt. Na gut, dann kann ja beides machen. Giftbombe und den Blinzeln hinten von der Spinne. Ja, aber dann bin ich zu nah an der Spinne, das ist... Ja. Vom Blinzeln. So, und jetzt bitte 2 Schwerter. Nein, egal. Hauptsache kein Totenkopf. Sehr gut, und jetzt schnell ab vom Hof. So. Jawohl. Und... Ich glaube, der Oschi ist wieder zurück. Hallo Oschi. Hat er sich verfahren, oder was? Ja, anscheinend. Bin schon wieder da, war vorhin kurz da, aber... Konnte mir das Chaos nicht anschauen. Immer ist der am Rumheulen, ey, ist echt schlimm. Hier, kannst du den betäuben? Wo bist du? Achso, mal gucken.
Ja, Sue fragt, gibt es zurzeit eigentlich gute Free Dungeon Crawler für die Quest 2, außer Ancient Dungeon? Also Free ist halt so eine Sache. Da musst du mal gucken bei Sidequest oder halt App genau. Lab. Ansonsten halt am PC, was nicht frei ist, sondern ein kaufpflichtiges, richtig gutes PC-VR-Spiel, ist halt, wie heißt das nochmal? Komm jetzt wieder nicht auf den Namen. Gonna catch him all, das ist Hoshi, catch him. So, so, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ich kann auf die Spinne gehen, ich kann aber auch die kleinen Spinnen fertig machen. Oder ich spiele dann nochmal, aber für Zorn des Himmels ist da zu wenig an einem Ort, oder? Ich könnte auch noch eine Balliste hier hinballern. Ich habe zwei. Nee, mach ruhig Zorn des Himmels. Mach Zorn des Himmels. Zorn des Himmels unten bei der weil Spinne. Weil die stehen schon so schön zusammen. Ja gut, dann machen wir das. Ja? Da ja. Und die Riesenspinne hat ja noch 12 Lebenspunkte. Gut, dann machen wir das. Das ist ja auch nicht wenig. Ja. Ah, solide. Dann kriegt die Dicke auch noch mal sehr was, gut. Immerhin ein Schwert. Ja, ja. Hier lief doch ganz gut. So, und jetzt kriegt die, große Spinne noch einen Pfeil von mir. Genau. Oder ich kann hinten noch den Goblin-Kämpfer lieber kaputt machen. Spinne. Der Panik. Mach erst mal Schiene. Oh. Will nicht drüber reden. Das war schon nein, ich falle auch noch die Balliste an. Ja, zum Glück hast du Geralt mit getroffen. Ja. Dann wär ich sauer mit dir. Ja, Tierquälerei. Ja, geht gar nicht. Gut. Oh, die Spinne greift gar nicht an. Sehr gut. Dann haben wir gleich einen Schlüssel. Ja, sag's nicht so laut. Ja. Ich mag das ja hier gar nicht so viele Spinnen um die Ecke. Ja. Warte mal. Taste my steel! Oh ja! So, da haben wir einen würdigen. Ich wollte gerade sagen, da haben wir einen würdigen Schlüsselträger. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Zweimal von hinten auf die große Spinne. Ich könnte jetzt. Ja. Zweimal von hinten auf die große, auf die Spinne hier vorne, die fette. Okay, die. Die hier. Ja gut, von mir aus. Ansonsten hätte ich hier eine Barrikade hingestellt. Ach, da, aber kommt, da müssen wir ja gleich durch. Ist okay. Ein Eislementar könnte ich auch noch sonst setzen. Ja, das wäre gut. Jawoll! Jawoll! Oh, sehr gut. Sehr gut. Das gib ihm mal. So. Und das Ganze nochmal. Regelt doch die Balliste schon fast. Ja, Hoshi, wenn ich die Karten immer spare, dann verbrenne ich auch so viel Karten. Okay. Ne? Das ist so ein Problem. So. Ja, sehr glaub, nice. Ja, muss man halt gucken. Aber warte mal, wegen Seppen, ne? Der Eiselementar teilt 2 Schaden aus, der Elfenplünderer 6. Aber der Elfenplünderer, warte mal, der kann gar nicht an uns ran, da sind noch die Spinnen. Der kann nicht so weit, ne? Ja, okay, alles klar. Eben. Ja. Ah, okay. Wie viele Schritte können 4. Wir denn? Aber der hat noch ein Spinnenweben vor. Also selbst ohne Spinnenweben wird er nicht an dich rankommen. Also an Volker. Ja, also ich weiß Elementar setzen und dann einmal auf die Spinne hauen. Volker, kannst du wieder schleichen? Ich kann schleichen gleich, ja. Ja, dann raff du doch hier das Gold auf. Eise. Wir können, ey, wir haben so viel Gold, wir haben so viel Gold, wir können gar nicht ausgeben, Leute. Oh, ja, doch, ich habe noch 680 bis jetzt. Ich habe 1055, aber hast du nicht noch eine volle Hand zusätzlich? Ja, ich hab viel mehr. Also ich konzentriere. Also geht, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Achso. Pass auf, ich gehe jetzt auf die Spinnen. Ich mache die Spinnen fertig, dann haben wir die safe. Ja, mach beide, ja. Ja. A little too. Die! Sehr gut. Ich gibt's doch nicht! Oh Mann, oh. So, Balliste. Just like. Oh. Ja, du hast die Balliste nicht getroffen, ist doch gut. Und auch nicht uns. Komm, dir soll ich hier vorne einen auf die Spinne geben. Dreh dich, jawohl! Boah, wir Schweine. Ja. Ja. Danke. Wichtig. Monster rein. So, gib mir neue Karte. Monster Care. Oh, ein Feuer. Schon wieder eine Sprengfalle. Hi. Also die kleinen Spinnen, die kann ich wegsnacken. Ja, jetzt kommt welche Scheiße. Bin nett. Ja, Volker, du gehst jetzt Gold sammeln. Ja. Au. Katras ist down.
Sehr gut. Ja, danke schön, Buddy. Hat sich ja gar nicht gelohnt zu bücken. Nee. So, okay. Weg mit ich dir. Mach den dicken ja, platt. Mach den dicken platt. Genau. Mach nicht den platt, die kleinen. Nee, mach den dicken platt. Der kriegt dann einmal Gift nächste Runde. Ja, mach den erstmal platt, genau. Und ich würde jetzt gleich, wenn ihr nichts dagegen habt, durchgehen zum Schloss. Mach mal einen dicken platt, sagt er. Können wir dann auch mal machen. So, das Däumchen drücken. Machen. Ja, schon mal gut. Und once again. Jawohl. Ja. Passt. Okay, soll ich jetzt durchgehen? So. Du kannst eigentlich durchgehen. In der Zeit holen wir das Gold. Also dann gehe ich hier zum Elementar. Ach scheiße, da sind noch welche drin. Aber ist egal, kümmere ich mich drum. Das ist nicht so die Mega-Gefahr. Du gehst so rum. Du gehst einfach da rum. Kannst ignorieren. Ja, die sind ja noch mit in dem Raum. Ich weiß nicht, ob ich das aufmachen kann. Sehen wir dann. Also der Elfenmystiker, der ist doch sowieso gleich weg. Okay. Ja. So, ich seppe den Elementar und dann hau ich mal noch, sich den Plünderer schon mal. Ja. Wenn das alles so nach Plan aufgeht. Hast du den Leuten den Plünderer mal von unten angezeigt? Ja, manchmal. Guck ihn dir an. Ja, ist ja gut gegangen. So. Das sieht echt gut aus, ne? Boah, nicht mehr lange. Ich finde das echt cool, wie man hier die Perspektiven wechseln kann. Das hat echt was. Ja. Das ist super. So, verabschiedet euch vom Plünderer. Ciao, Plünderer. Ciao, ciao, miau. So, und jetzt kommt die Balliste. Ja. Ist die andere Spinne? Nein. Oh. Komm bitte einmal auf die Spinne. Sehr gut. Danke. Boah, die Ballisten retten echt die Party und ich habe fürs Finale noch zwei Ballisten. Oh. Sehr gut. Ja, die haben wir uns aufbewahrt. Bei der Orchie gesagt, wir würden uns nichts aufbewahren. Ja, da kann er mal sehen, weil wir umsichtig sind. Ich drehe mich mit dem Spielbrett mal wieder zu euch. Ja. Oh, ich gehe jetzt Gold sammeln. Das wird voll. Patrick, du hast einen schönen Teppich vor dir. Aber das müsste gleich aufhören. So wie es dir schon ausgebreitet hat. Nochmal Gold. Oh. Ja, Leute, immer noch 50 Leute, Mensch, obwohl wir so lange streamen. Wahnsinn, ich freue mich. Den Mystiker würde ich sagen. Ne? Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn der Däumchen oben da lässt, wenn der Stream gefällt. Ich gehe jetzt mit vorne in den Raum und kundschafte den Raum nochmal bis hinten raus. Also ich sneak jetzt in den Raum und dann... Okay. Gut. Dann und was ich natürlich euch wärmstens ans Herz legen kann, ist der Buddy hier, die kleine Brille, da. Und der Volker Tyrant Nuke, die haben beide auch einen YouTube-Channel. Schaut da doch mal vorbei, ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Dankeschön. Wunderbar. Wunderbar gesagt. Ach. Gott. Wieso durfte ich mich nicht bewegen? Geralt, besser. Weiß ich nicht. Weiß nicht, du machst irgendwie Stunt, ja, vergiss. Ja, aber ich hätte doch. Ich hätte doch gehen können, der hat mir meinen Bewegungsradius angezeigt. Ich hätte das hier schon öffnen können. Ich weiß nicht. Oh, komisch. Oh mein Gott, aber das Gift breitet sich aus. Das ist ja schrecklich. Ja. Das müsste aber gleich aufhören, ne? Eigentlich schon. Viel mehr dürfte es von der Fläche nicht mehr sein. Hä? Aber ich komme, diese blöde Nesten ist ein, ne? Boah, dann hau doch einmal auf den Goblin, auf beide. Dann sind die schon mal weg. Oh, danke schön für das Abo. Akira Klein. Merci beaucoup. So, der Mystiker habe ich verkauft. So, jetzt sneak ich aber einmal hier zack hin. Und als nächstes einmal hier hin. Muss da vom Gift wegkommen. Ja. Ja, ich bin vom Gift weg soweit. Ja, sehr gut. Ja, das und hier hinten in der Ecke. Aus. Ja, ja. Ist nix. Passt schon. Passt schon. Hallöche, der Buddy. Ja. Oh, der ist wieder betäubt. Balliste regelt. So. Ja. Ja. Aber noch irgendwas Sinnvolles? Nee. Zum ich glaube nicht. Die Balliste macht jetzt gleich fast alles platt, ja. Und Geralt auch. Ja, den Elfenspuren nur nicht, aber egal. Okay, jetzt aber. So, ich renne jetzt einmal durchs Gift und dann kann ich Ende machen, ne? Ja, Mann. Gut.
Okay. Und. Jawohl, Finale. Ja, voll, oh. Super. Oh, Finale. So, dann nehme ich auf jeden Fall einen Heiltrank. Aber hallo. Auf jeden Fall, ja. Heiltrank muss. Härtetrank, also, mach dich drei Runden. Ich den raus, ja. Ach, Verjüngung, heilt alle Gruppenmitglieder vollständig, ist glaube ich auch nicht schlecht, ne? Ja. Hast du nicht noch einmal auch diesen Kreis, diesen heilen Kreis? Ja, ne? Hast du erst einmal eingesetzt. Das ist doch gut, ja, den können wir nachher auch nochmal wahrscheinlich gut gebrauchen. Zorn des Himmels, hat einer noch Zorn des Himmels? Hab ich auch noch einmal, ja. Dann kauf ich noch eine Verjüngung. Hab ich auch. Hallo? Da haben wir zwei. Acht, jawohl. Ich acht Karten. Der Behemoth. Volle Kartenhand. So, dann hole ich auch nochmal Zorn des Himmels. Haben wir Behemoth? Ich kann noch einen Belmoth nehmen. Ja. Behemoth kann schon. Auf jeden Fall, dann sind wir gut aufgestellt. Ich habe zwei Ballisten. Wir können da gleich richtig schön aufbauen. Oh, ich habe 10 Karten. Moment. Barrikade. Ja, ich muss noch eine Karte loswerden. Sprengfallen finde ich äußerst attraktiv. Hat jemand noch Feinde aufspüren? Nein. Nee. Okay. Aber das macht auch nichts. Das ist ja nur ein kleiner Raum, die letzte Ebene. Genau. Ja, dann gebe ich dir mal. Was macht denn diese Laugenflasche, by the way? Was kann die Laugenflasche? Welche Flasche? Kann die was? Laugenflasche. Ja, das ist auch wie so vergiften. Und vor allem das Schöne ist, es kostet keinen Aktionspunkt. Ja. Okay. Und tut natürlich hier nicht wie hier die Gaslampe, die alles vergiften, die Felder. Das ist auch positiv. So, ich bin ready. Ah, verstehe. Verfluchter Dolch. Ja. Fast. Weiß man nicht so, ne? Ja, wir machen das jetzt. Wir haben Ballisten ohne Ende, wir haben den Behemoth. Ach, guck mal. Kann nichts passieren. Genau, das sagt mir, dass ich schon die Hälfte meines Bewegungsziels erreicht habe. Und das bei dem Spiel. Wie geil und ist das Sitzen, denn? Und im Sitzen, wa? Ja. Hier oben ist Wahnsinn. Okay. So, nein, das ist mein Status aus. Der ist voll. Wo soll man hergehen? Hier herum? Ja, ich würde sagen, erstmal hier in dem Raum. Also, es könnte gut sein, dass da hinten mal, die Dicke schon gleich ist. Genau, wir haben hier... Also die Dicke, die wird hier hinten sein. So in dem Bereich hier. Ich denke... Meinst du nicht oder hier? Oder sie ist hier. Nee, das glaube ich nicht im selben meistens Raum. Meistens hinter der Tür. Ich würde vorschlagen, wir könnten hier aber trotzdem, weil ein Point of Interest ist, gucken, was da ist. Und ich würde... Vielleicht könnte einer die Tür aufmachen, dann kann ich hier gleich direkt zwei Ballisten hinknallen. Ich habe Schleichen aktiviert. Ich könnte so eine Tür ruhig aufmachen, meiner Meinung nach. Dann gehe ich den Weg, den wir gerade gesagt haben, hier hinten rum. So. Das könnte nämlich tatsächlich die Dicke da hinten sein. Dann wird die Dicke auch hier sein. Der Lautlose, da müssen wir. Warte mal, den müssen wir übernehmen. Schamschriftrolle. Die kann uns auch unverwundbar machen. Okay. Oder kaputt machen. Ah ja, gut, stimmt. Ja. Unverwundbar, dann, ja. Machst du die Schamschriftrolle auf dem und ich gehe einfach an dem vorbei. Ja, noch im Moment können wir die. Die können ja, glaube ich, wer alles da ist. Können keinen Schaden machen. Ja, mach mal. Ja, ja. Oh. Oh mein Gott. Da ist die Dicke. Die wird genau hier sein. So. Ja, ich würde auch einfach hier die Dings aufstellen. Meine Performance oder wie die heißen. Die machen doch da alles weg. Ah, ich würde eher mal Zorn des Himmels drauf spielen, ehrlich gesagt. Ja, oder dann macht Zorn des Himmels drauf. Geht auch gut. Zeig die Figur mal aus der Nahe. Ja, dann mach erstmal die Tür nicht auf. Mach erstmal nicht. Ja. Wir haben jetzt erst. Okay. Lass erstmal die eine Frage. Zeig den Leuten hier die Figuren. Was? Dann. Zeig den Leuten mal hier die Figuren, die Namenlosen und so. Dann ist mein Zug jetzt der nach vorne erstmal. Ja. Und ich gehe mit runter. Der Brunnen ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Aber ich halte mich zurück. Ja, ist ein Brunnen. Sehr gut. Ich halte mich da gerade noch ein bisschen zurück. Mach das. Wobei ich eh gleich nach dem Zug sichtbar. Ich könnte angreifen. Ja. Ja, aber ich mache gleich Zorn des Himmels. Ich wollte einen Flächenschaden drauf. Bleib erst mal da. Dann lassen wir das. Dann lassen wir das. Machen wir alle Flächenschäden da. Ich bin aber zuerst. So. Einmal da. Oh, da ist die Dicke. Da ist die Dicke doch. Tatsache. Da ist die Dicke, ja, tatsächlich. Ey, da draußen, was ist das denn? Haben wir doch richtig poliert. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ist das der Oberbabo? Das ist der Babo. Krass. Dann jetzt gleich lieber Ballisten. Die kannst du auch mal aus dem Nahen zeigen, Patrick. Ne, die muss Hammer. Ja, das ist hier die Mutter von den Flodders, also falls ihr den Film gesehen habt. Ja. Gibt's sogar zwei oder drei. Willkommen bei den Flodders. Ja. Genau. Auch guck mal hier, also das ist sehr schön. Drauf. Füße waschen ist nicht.
Du machst unten Flächenschaden. Ja, oder ich baue da die Ballisten hin, das ist mir egal. Ist sie ungeschützt. Ich hau die oben schon mal einmal noch, ist sie ja ungeschützt. Schon mal ein bisschen Schaden drauf. So, komm. Auf die Dicke. Noch hat sie keinen Schutz. Auf die Dicke. Sehr gut. So. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich da einen Ballisten schon mal hinknallen? Hier oben dabei, würde ich sagen. Mach hier einen Flächenschaden auf die. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Warte mal, ich guck mal eben, Zorn des Himmels habe ich. Ja. Den kann ich jetzt, aber da seid ihr mit drin, scheiße. Beide. Ja. Kannst du das nicht noch ein bisschen an den Rand? Nee, da muss ich. Beide. Dann komme ich erstmal einen Schritt weiter vor. Überziehen. Ich komme einen Schritt weiter vor. Ja. Okay. Und dann spiele ich den. Dann kann ich den hier auch auf die Dicke noch mit. Ist... Ja, okay. So, dann. Ja, weil die Dicke sind wir ja sowieso gleich schnell los. Es geht ja leichter als gedacht, mein. Solange sie unverwundbar nicht verabreicht wird. Sehr gut. Boah, sehr gut, sehr gut. Da kommen noch zwei Spinnen dazu. Drei ströppelt so vor sich hin. Macht nichts. Die Weißen müssen wir hier auf jeden Fall kaputt machen. So, jetzt ist sie unverwundbar. Ja, ja. Ach du Schande, das ist aber ja nur für eine Runde. Beide. Ja, wir hauen mal alle weg gleich. Ja. Lass mich mal gucken. Hier den Namenlosen, der vorbereitet. Ja. Ja, warte mal. Also ich knall jetzt gleich auf jeden Fall beide Ballisten dahin. Als Unterstützung. Ja, ich mach da auch gleich. Auf einer Linie. Ja, geht nicht. Doch. Hä? So geht das. Dabei erstmal. Den Würfelbecher. Sehr gut. Ja, sauber. Schön. So, dann. Jetzt mach noch den, ja, der Vorbereitende, den kriegst du jetzt nicht, ne? Nur angehittet. Aber, sie sind daneben. Und jetzt einer noch Schaden drauf macht, ist er weg. Ich mach gleich zwei Ballisten, die werden auch auf dem bestimmt einen abfeuern. Die, macht jetzt Tyranuke drauf und gut ist. Oder so. Ja. Nee, folgendes. Ich hatte eigentlich vor, hier eine Sprengfalle hinzulegen und mich dann wieder unsichtbar zu machen. Das bringt uns ja gar nicht mehr so viel. Die kommen wahrscheinlich gar nicht groß runter. Ich schätze, die kommt gleich. Ich glaube nicht. Meinst du? Ja, also, aber unsichtbar machen bringt, glaube ich, gar nicht viel. Nur, dass du halt nicht angegriffen werden kannst. Doch, du kannst dem Namenlosen erstmal einen draufgeben, dann ist er weg und dann machst du dich unsichtbar. Ja, dann tun wir das. Ja. Weil... Gebam. So, hoffentlich geht das jetzt. Ja, die Ballisten machen wir gleich. Mit den anderen. Patrick, stell die Ballisten zu nah. Noch die Neomorphs 2. Du kannst ja noch dabei knallen. Ich guck mal, wie weit ich die hier rüber kriege. Ja, ja. Genau. Ich würde mich gleich nochmal melden. Dann können wir den Punkt absprechen. Ich weiß nur nicht, wie weit ich kann. Ja, ja. Ach nee, ich kann mich leider nicht unsichtbar machen. Ich leg eine Sprengfalle. Ja, oder mach noch eine Spinne platt. Mach die Spinne weg. Mach die Spinne weg. Aber ich würde die hintere, wenn das geht. Tritt drauf. Genau. Ja, das geht super. Das geht ganz super. Und kein... Jawohl. Genau. Ja, gut. Fünf, geil. Schön von hinten. So, der Magier. Kannst du den Plänkler setzen? Das ist so ein erhabenes Gefühl. So. Plänkler setzen und Spinne Feuerball. Nee, bringt nichts. Zorn des Himmels ist unverwundbar noch. Kein Zorn des Himmels. Ach, stimmt. Was haltet ihr davon? Den Plänkler blitzeln, das war die beste Idee. Genau, und Spinne Nahangriff. Dann haben wir da unser... Ja. Unseren Scheiß sauber. Oder ein Behemoth, der regelt gleich. Bin ich zu weit weg. Ja, den stech direkt den vor die Richtig Nase. Geil. Also drei Stück. Was, du hast drei Stück? Ich hab das drei ist übertrieben Stück. Gut. Ja. Ich hab auch schon wegen der Ja, das ist nicht das Problem. So, wen sollte ich euch jetzt seppen? Den Plänkler hier vorne, den Plänkler. Der vor der Alte steht. Der kriegt jetzt von mir ein Bärtchen gemalt, was so. Und jetzt Nahangriff auf die Spinne vor dir. Komme ich nicht dran. Achso, da, die kleine. Ja, die habe ich gar nicht gesehen im Spinnennetz. Im Netz der Spinne. Genau.
heute. So, dann gucke ich mal, wo ich denn überhaupt. So, die Balliste, ich kann die bis hier vorne aufbauen. Ich würde sagen, ich baue die hier in der Reihe auf. Ja, ja, das ist gut. Mhm. Ich stell, also ich mache jetzt einfach einen Ballistenzug. So kommt eine dahin. Ballisten. So, und die andere Balliste, die mache ich hier eine mal so ein bisschen. Die mache ich hier so hin. Dann haben die ein bisschen unterschiedlichen Winkel, wa? Mhm. Ja. Okay. This will keep them occupied. Jupp. Erstmal für ein bisschen Platz sorgen, genau. Wo ist denn jetzt die Dicke? Ich sehe die gar nicht mehr. Ja, die Dicke ist da gerade im Schatten. Mann. Ja, ein Schattengewächs. Schattengewächs. Doch nicht so auf dem Plankler, der ist doch gesetzt. Ist ja ganz gut, dass er die mal zwischendurch ausblenden. Hier Dödel. Dödelballisten. Ja, wir hören die nicht zu, ne? Oh, ich glaub, die tritt jetzt wieder raus. Ne, die ist hier hinten rumgegangen. Ne, oder ist kein Besuch. Ne, die ist noch hier. Die ist noch hier. Alles klar, pass auf, dann setze ich direkt jetzt hier zwei davon hin. Sehr gut. Eine heben wir uns auf. This will support. Ah, da komme ich ja gar nicht mehr über den Flächenschaden. Ja, vielleicht kannst du jetzt ein bisschen näher rangehen, um zu gucken, was da los ist. Ich bin gespannt. Oder warte mal, ich habe leider nicht mehr. Aber ich kann. Kannst du schleichen? Ja, danach werde ich schleichen, ja. Ja, ja. Danach, ja. Danach kannst du die schleichen. Ja, die steht da noch. Da sind Gestaltlose hinzugekommen. Von denen wird es geheim. Die kann sich immer portieren. Die Behemoths, die machen das gleich. Ja. Time to go silent. So, ach, jetzt habe ich ja wieder das Vergnügen. Dann kann ich, würde ich mal sagen, gucken mit Feuer hinten drauf. Feuer richtig hinten drauf. Das Coole ist ja eigentlich... Mit Feuer hinten drauf, ja. Hab ich im Brötzeln. Das sollte wenn... so reichen, mein Dorsch. Dankeschön, Oschi. Endlich sind wir einer Meinung. Wenn der Assassine mal den Schlüssel trägt und sich dann unsichtbar macht, kann er doch quasi ohne Probleme bis zum Tor dann laufen. Der muss ja nicht bis zum Tor laufen. Dann noch irgendwie alle anderen Wir müssen nur die Dicke erleben. Ja. Ja, jetzt in dem Falle schon. Nur vorhin zum Beispiel. Ja. In dem Raum, wo die Tür ist, darf nur keine Gegner sein. Ich würde wahrscheinlich deine Spielzeuge ein bisschen mit demolieren, Hoffi. Pardon. Ja, ist halt so. Ja. Nee, aber der ist sie noch unverwundbar? Nee, die ist jetzt aktuell nicht unverwundbar. Gut. Nee, hau rein. Ich hau da drauf, was da ist. Aber hier der Gestaltmandlateneffekt. Der Gestaltlos ist unverwundbar für eine Runde. Nein, nicht die Bar. Nicht die Behemoth! Ich konnte leider nicht. Doch ein bisschen viel Schaden. Dachte nicht, dass das so viel wird. Kommt doch schon wieder eine nach. Ich habe eine bekommen. Ich habe eine. Ja, ich habe ja noch zwei. Sehr gut. Reklamation. Ich habe ja noch zwei. Pass auf, dann schicke ich jetzt die Bestien los. Ich bin Bestienflüsterer. Ja, ich kann hier beschwören. So. Wunderbar. Oh, schön Ratten. Sollen sie mal? Ja, klasse. Das sind Meistersplinter. Oh, Feuer, Meister Splinter. Ist nicht viel mit den Ratten übrig nachher. Warum haben die Ballisten die. Die können nicht hochschießen, oder was? Autsch. Oh, Geralt, nein! Geralt! Ah, Kacke, jetzt ist sie schon wieder unverwundbar. Ja, aber der gestaltlose Krieg weg. Ja, aber der ist hier draußen, da, von dir stand er. Ja. Nee, das ist blauer. Kam von wir hier. Brauchen die Weißen. Das die ist Unverwundbarheit. Unverwundbarheit, tolles Wort. Also, dass die Ballisten nicht hochschießen, ich bin schwer enttäuscht. Ja. Ich guck mal nach. Erstmal würde ich sagen. Die Dicke ist unverwundbar, ne? Status, warte mal. Ja, sonst gehe ich hier rechts durch die Tür und versuche den Gestaltenwandler abzuballern. Ja, da ist ein Weißer. Da ist der Lautlose. Ja, den krieg ich kaputt, wenn ich bis zur Tür komme. Ja. Oder kriegst du den kaputt, Buddy? Ich könnte... Indirekt. Ich kann gleich an der Dicken vorbei sneaken und dann dahin gehen und dann einen Assassinen machen. Das geht auch. Ja, ich könnte jetzt... Warte. Ach, das sind unsere Ratten. Ja, jetzt nicht in Gefahr bringen, ne? Die kann flächen. Ja, ja. Ne, schade. Ich kann auch nicht. Ne, ich komme da nicht durch. Ist alles verstellt. Der Weg ist versperrt. Ja, aber die macht den jetzt platt. Na gut, dann sei dem so. Zack. Weiter geht's. Null Runde. Ja, was machen wir denn noch Schönes? Noch wieder ein bisschen mehr kaputt.
Du könntest den Gestaltlosen blinzeln. Ja. Wenn der nicht immun ist. Blinzel ihn. Ist er nicht. Genau. Ich lächle ihn mal zu. Zwinker. Toll, der steht oben. Da muss ich natürlich auch die eigene BMOS wegballern. Ja, haben wir gesehen. Für Osnabrück lief es übrigens super. War ein richtig gegen. Ah, das muss vom Thomas kommen. Grüße. Ja, der Thomas, den kenne ich schon ganz, ganz lange. Der hat uns damals schon beim Rick and Morty Podcast gefolgt. Hat jetzt auch zum YouTube-Channel gefunden. Super geiler Typ. Ja, sehr nice. Schön, dass er mit dabei ist. Auf jeden Fall. Schade, diese dämliche Treppe. Dämlicher Winkel. Treppen. Ja, ist nichts für alte Leute. Treppen. Ich kann da nur direkt drauf. Naja, dann haut sie mich einmal um. Vielleicht. Die Treppe, genau. Nee, ich kann da oben niemanden seppen. Da komme ich nicht hin. Dann lass doch, oder? Also bevor du dich jetzt in Gefahr bringst. Dann komm jetzt, ich gehe jetzt gleich hier hinten rum an die Tür. Vielleicht kannst du damit hin. Ach, ich weiß noch, was ich mache. So, ah, wunderbar. Ja, sehr gut. Okay, pass auf, dann mache ich jetzt die Tür auf. Okay. Und jetzt wollte ich ganz gerne die Schamschriftrolle. Ah, ich kann gerade die Schamschriftrolle nicht auf die alte da spielen. Verdammt, ich wollte hier auf die lautlose die Schamschriftrolle spielen. Der, den machen wir platt, den macht. Den komme ich ja nicht ran. Platt, aber dann. Der kann uns ja auch unverwundbar machen. Pass auf, dann komme ich hier auf die Seite. Und macht das ganz. Ach Gott. Ja. Aha. So. Aber Behemoth. Mach die nur einen Zug? Gut. Kein Schaden. Auf den anderen. Ja. So, guck. Und indirekt doch los. Oh, muss wieder geheilt werden. Ja. Ach Manno. Naja, geheilt wird sie ja zum Glück nicht. Ja. Oh, Patrick. Ja. Hast du einen Heiltrank? Ja, ich hab einen Heiltrank, ja, damit kann ich mich gleich wiederholen. Gut. Ja, ich glaube, so weit kommt's gar nicht. Okay. Ja, den kann ich aber auch einnehmen. Na. Nee, den haben wir den jetzt weg. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Ja, der hätte uns unverwundbar gemacht. Der nervt, ne? Ja. Ja, ich weiß, aber wir brauchen das nicht. Nee, wir haben die auch so. Wir brauchen das nicht. Ja. Wir haben ja hier noch den Brunnen. Ich könnte jetzt an den Brunnen rangehen. Ja, den Brunnen ran. Dann machen wir das. Zack. Brunnen-Time. Sehr gute Aktion. Alle so, yeah. Yeah. So, die alte vergifte ich gleich. Und dann? Ja. Aber die ist die Runde noch unverwundbar, ne? Das macht doch keinen Sinn. Ja. Ja. Macht das denn... Kannst du irgendwas beschwören? Ich guck mal gerade. Also, ich hätte auch noch eine Balliste. Ja. Nee, ja, hau mal. Hier. Eine Barrikade hätte ich, blinzeln kann ich, das wäre ein gewaltiger Schaden, aber Sprengfallen. Ja, ich würde einfach mal gerne Sprengfalle. Ja, Marit. Ja, nee. Leg die ruhig hinter dir. Ja, so jetzt hier. Bam. So. Was du da alles so aus deinem Umhang rausholst. Oh, die nicht blinkt sogar. Hoffentlich geht der Meister Splinter so drauf. Wie so eine Tellermine. Ja, ist doch schön, wenn es blinkt, draufdrücken, ne? Ja. Genau, wie bei Oddworld. Achso, ich kann auch nicht viel machen. Ich könnte entweder auch in Richtung Patrick außen drum rum oder ich stelle mich hier oben hin. Was soll schon groß genau, passieren? Stell dich zum Patrick. Das ist eine gute Position. Ja, glaube ich auch. Komm rum, hier hinten. Ja. Sind wir ein bisschen verteilt. So, jetzt muss ich mal gucken, was kann das Goblin Oberhaupt. Wieso konnte ich denn jetzt nichts machen? Thomas wird gleich rot. Ach, weil ich geschwächt bin, oder was? Weiß ich nicht. Weil ich geschwächt, genau. Kann sein. Ja. Oh. Okay. Da hast du deine Sprengfalle gesehen. Sprengfalle. Ja, die habe ich jetzt gesehen. Muss ich sagen. Toll. Oh nee. Ja, das passiert halt immer. Ja, die kann sie sich immer beschwören. Ja, da müssen wir direkt drauf schaden. Ja, eine hole ich uns jetzt gleich mal von uns. Der Eiselementar ist von uns. Nein. Oder was? Nee. Warum hat der gerade Schaden auf den Gegner gemacht? Das war eine Ratte. Also kannst du den Goblin überhaupt fertig machen? Ich mache jetzt hier direkt auf die, wenn es geht. Ja, lass einfach. Ja. Guck mal, gleich hätte ich den anderen nur noch erwischt. Ja, nee, lass den anderen, den nehme ich ein.
Okay. Das war aber nur ein riesen Sprengradius, ne? Ja. Attacke. Ne, das bringt so nix. Aber warte mal. Und der, der Katras, der kann gleich noch den Elementar zappen. Bis dahin kommt er noch. Ja, ja. Ich hau noch dann geh ein Stück weg. Der hat ja auch einen Radius. Ja, mach gleich. Ja, mach gleich. Ich habe ja Verrüstung okay. noch. Ich kann ein bisschen so, ich lege meine zweite Sprengfalle. Bis auf den Geschmack unter deine Füße. Lass ja, das mal. Das. Genau, unter deine Füße. Dann. Weil dann kriegen unsere Behemoths weniger Schaden. Ja, sorry drum. Dann verpiesel ich mich aber. Ja, besser ist das. Das ist auch sicher, Gute. Sicher, ja. Sieht so. Aber so schön einladend aus, der leuchtende Punkt da, ja. Das riecht stark nach einem dritten Teil, schreibt der Blue Eyes da. Ja, ich glaube, wir müssen auch hier, wie hieß das Spiel noch? The Oblivion, Wraith The Oblivion noch weiter zocken. Und worauf ich mega Bock habe im Livestream, ist Ultra Wings. Da hat mich letztens einer angeschrieben, ey, kannst du nicht mal Ultra Wings, sondern... heute im Daily. Ja, im Daily Deal Ultra Wings. Kannst du das nicht mal zocken? Und irgendwie habe ich seitdem Bock auf Ultra Wings im Livestream. Okay. Ein bisschen rumfliegen. War doch heute, oder? Ich habe keine Ahnung. War das heute? Da, ja, Würfel links. Ich glaube schon. Da. Also meinst du, dass du den Lautlosen übernehmen kannst, dass es ihn haut? Ja. Dass die, wenn die Sprengfalle hochgeht, ist das sowieso Geschichte. Da ist Würfel. Wer will würfeln? Ja. Ich habe jetzt noch nicht gehört. Ja, da hängt doch schon ein Würfel in der Luft. Fläche mach. Da ist doch schon ein Würfel. Du hast doch schon was gemacht. Hier, da. Ja? Ne, hab ich noch nicht. Links. Nee. Hier, geh mal ein Stück zurück. Da ist ein Würfel. Oh. Weiß aber nicht warum, ist ein Fehler. Also ich habe noch nichts gewählt. Ja, dann wählen wir was. Vielleicht klappt es ja. Ich seppe jetzt hier entweder den Elementargeist oder ich mache nochmal Fläche. Ist ja sonderbar. Ich habe immer Angst, dass ich das Spiel jetzt wegen Sonderkacke aufmacht. Ja, mach Würfel. Mach Fläche. Ich weiß jetzt nicht, warum hier der Würfel ist. Ich gucke einfach mal, was ausgewählt worden ist. Gib den Zauberzucker. Ja, okay, nüchte. Willst du verarscht, wo du dabei bist, ne? Hau ab. Ja. Was in beide Richtungen. So, pass auf, dann übernehme ich jetzt hier mal den Lautlosen. Dann mach das mal. Okay, und jetzt ramme ich der Alten eine Giftspritze rein. Mach das. Ja, mach Medizin. Ja, so, das war schön mit dem Lautlosen. Der Lautlose weg. Der ist mit einem Knall davon gegangen, der Lautlose. Ja, zum Häusen. Wie ich das aber gesagt habe, wird nicht lange halten beim Lautlosen. Verdammt, ey. Ja, er macht nichts. Ja, wir sind auf dem Weg, Leute. Der Volker hat endlich Erfahrung mit seiner Sprengfalle heute gemacht. Ja, das war wichtig. Oh. Ja. So, guck mal. Ich glaub, die mag dich. Nicht mehr. Ach, guck mal, fängt aber wieder bei 3 an. Volker kann jetzt, komm mal. Das heißt, jede Ebene hast du 3 Minuten. Nee, das liegt daran, dass hier jetzt der finale Kampf ist. Meinst du? Da würde ich jetzt eher tippen. Ich glaube, pro Ebene darfst du maximal 3-mal sterben, ansonsten bist du raus. Ja. Ich glaube, das... Nee, bei der anderen war es schon so, dass man gestorben ist, in der ersten, in die zweite gegangen ist, gestorben ist und dann raus war für die Runde. Ich glaube, das ist explizit hier, weil es die finale Runde ist. Okay, dann wird dem so sein. Ich mache ihn kaputt. Ran an den Speck. Ja. Genau, kloppt die alte zu mir rüber. Also. Die hat nur noch 19. Oh. Die ist eh fast tot. Ja, sag mal. Potzblitz. Wäre jetzt gut, wenn wir den Volker noch wieder beleben könnten, aber der liegt da so ungünstig. Ich kann mich selber wiederbeleben. Ich bin ja auch im Weg. Ah, wunderbar. Ich habe einen Heiltrank. Ja, ich habe mich ja extra schon darüber bewegt. Kümmert euch nicht um mich. Guck mal, wo ich stehe. Sehr gut. Merkst du was? Da merke ich was. Ja. Let me just mal Volker hier liegen lassen. Noch eine Ballistik. Noch was. Sehr geil. Ja, super. Alles rausholen, was da ist. Wollen wir erst doch gucken, was hier so los ist, bevor wir schlafen. Ich glaube, das ist so, da ist nichts mehr. Das Finale. Wie meinen bitte? Also wir brauchen jetzt kein Gold mehr. Doch, für die nächste Runde. Yeah. So geht's. The Armor Man, viermal die 1 schreibt, hi Patrick. Hallo. Servus. Oh. Und der Thomas versteht eigentlich gar nicht, was hier passiert.
Das ist ein Würfelspiel. Aber ich spiele an Tabletop. Das Mensch ärgere dich nicht, falls du es nicht erkennst. Ja. So. Uff, passt. Ich heile mich. Ja. Gut. Hi, der Sascha. Zurück. Ja, da ist immer wieder ein Spiel. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Bei aller Volker musst du schon viel einstecken, ja. Was? So. Okay, okay, das geht nicht. Ich dachte, ja, greif die an, ist egal. Wir kriegen die diese Runde down. Ja. Ja, die Ballisten. Ja, sind noch er zwei. Hat aber nur drei Leben. Bleib da. Ist doch egal. Zurück. Bring dich in Sicherheit. Alles gut. Ja, den Rest ja, erledigt doch hier, oder nicht? Die hat noch 10. Ja. Come on. Hauen kaputt. Ja, ist gleich weg. Er stirbt als Macht Held. So, schön von vorne. Schön von vorne. Ups. Eins. So, und jetzt mal. Augenblick. Elfenkönigin, Volker, das Volker, Elfenkönigin. Meins. Nein! Nein! Ich hab die Karte blinzeln gehabt. So ein Ärger, ey. Ja, da hast du wohl geblinzelt, als du die eingesetzt hast. So wird sein. So, Achtung, die Ballista-Einheiten machen das jetzt wieder. Ja, komm, ein Schuss noch. Die andere Gesetze da drüben. Ach, komm. Ah, Wechsel. Ja, komm. Jetzt down. Ja. Yay. Super, Jungs. Geile Runde. Wir Klasse. Super Runde. Wie lange haben wir gebraucht? Also, was schließt du daraus? Man kann nie 2:40 wenig Ballisten haben. Ja, ja so gute Zeit. Unter 3 Stunden. Ja. Ja, so, dann möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, wir sind jetzt gleich im Voice-Chat auf dem Discord der Zockstube. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr mit uns noch quatschen wollt. The Elven Spirits have been released, but your quest is not ended. Many war spirits must be set free before you are ready to face. Wir sind Helden, wir haben alle Seelen befreit. Jawohl. Okay. Super gutes Spiel, Jungs. Hat echt richtig Bock gemacht. Und wir werden jetzt bei meinem ersten Pärchen. Patrick, komm mal hier runter zu mir. Dann mach ich was bei ihm gucken. Fahr mal mit der Kamera hier so von unten nach oben den an den Figuren vorbei. Ah, so weißt du. Hier rüber zu mir. Komm hier zu mir. Ja. Ja, von hier. Von unten nach oben gucken. Weißt du? Das, komm mal her. Ja, bei mir sind die Figuren hier. Patrick. Komm mal her. Was meinst du denn? Komm zu mir. Komm mal hier. Hier bei der Weltstellung angefangen. Bei der Welt auf die Weltstellung. Nein! Ne? Oder? Nein, bei mir sind die hier. Ach, bei dir sind sie da. Die sind, ja. Wieso sind sie bei dir da? Ach, sie haben doch überhaupt keine Ahnung. So, das ist die Wächterin. So. Bald gibt es ein neues Abenteuer. Das ist wunderschön. Genau, das werden wir auch auf jeden Fall im Livestream zocken. Und hier meine Wächterin, meine Jägerin. Ja, Leute, hat mega Bock gemacht. Ich würde sagen, wir sprechen uns jetzt gleich noch im Discord, oder? Ja, genau. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und sage von meiner Seite aus Ciao, ciao, miau und Küsschen aufs Nüsschen, bleibt gesund, bis bald. Tschüss, genau. Das hättest du auch so als Abschiedsspruch zu der Alten sagen können. Ja, alles klar. Leute, bis gleich im Discord, ne? Ich bin raus. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao, ciao. So, dann komme ich jetzt aber kurz zu euch. Wir haben auch noch eine Gewinnspielauslosung. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr gleich auch Lust hättet, in den Discord zu kommen und dass wir noch ein bisschen quatschen können. So, erstmal beende ich jetzt das Streaming. Boah, 2:40, das ist eigentlich eine anständige Zeit, um das hinzukriegen. Oh, vielen Dank, Anubis. Vielen, vielen Dank für deine Spende. Boah. So. Ja, Leute, wie gefällt euch Demio? Wie gefällt euch Demio? Ist das ein cooles Spiel? Eignet sich das für einen Livestream? Und mich würde interessieren, nächste Woche Ultra Wings oder Wraith Afterlife? Sind doch schon drin, alles klar. Ich komme sofort nach zu euch in den Voice-Chat. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal noch kurz was auslosen. Ich habe nämlich einen Key für euch für Zero Calibre Reloaded. Zero Calibre Reloaded, ist das richtig? Ich glaube, so hieß das Spiel. Und gewonnen hat dieses Game der Matthias Weltscheller, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, ob du dabei bist. Ich habe deinen Namen heute nicht im Chat gelesen. Herzlichen Glückwunsch. Meld dich bitte per Direktnachricht, per Discord bei mir. Und dann erkläre ich dir, was du tun musst, um diesen Key einzulösen. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr dabei seid. Und ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst mir noch ein Däumchen oben da, wenn euch dieser Livestream gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall mal bei den heutigen Gästen vorbei. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Lust auf einen Livestream jetzt im Anschluss habt, um so den Sonntagabend noch mal ein bisschen chillig auslaufen zu lassen, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch die Playlist hinterlegt, wo ihr alle Livestreams der Zockstube findet. Also da könnt ihr euch dann einfach nach Herzenslust, ja, Livestreams reinknallen.
Ansonsten, ja, freue ich mich auf die nächste Woche, euch neue Videos zu zeigen und ja, von euch in den Kommentaren zu lesen, wie ihr denn diesen Livestream fandet. Wir sprechen uns jetzt gleich im Discord-Voice-Chat. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.